Wie Sie hören nichts. Wieso? Ich Oh. kann nicht hören. Achso, du bist mal sehr leise. Echt? Nee, jetzt bist du, jetzt, wenn du lauter redest, dann bist du auch lauter. Hallo Micha. Ja, wir beide Du? sind heute alleine. Was? Dann kommt uns auch keiner in die Quere. Wo ist denn dein Filterraum im Hintergrund? Was? Dein großer Filterraum, wo diese, ich meine mich zu erinnern, dass früher da hinten ein Filterraum-Schriftzug war, dort wo die Ordner jetzt sind. Nein, das ist eine falsche Erinnerung, nennt man das. Echt? Ja. Gibt's auch einen Wikipedia-Eintrag Zu meiner falschen Erinnerung gibt es einen Nein, Wikipedia-Eintrag. das ist ja ein Phänomen, was nicht nur du hast. Das plagt viele, also eigentlich Geht. alle Menschen. Guten Tag. Wir sind schon online. Macht der Ja. Staudinger hier? Wer hat den innen reingelassen? Ich glaube, letzten Freitag habe ich mich, da, war das letzten Freitag oder irgendwann Ende letzter Woche, habe ich mich dazu hinreißen lassen. Von Michael? Wo gehabt? Hm? Ja. Wer hat dich hingerissen? Wenn ich fragen darf, öffentlich. Mich? Nee, Ja, den Frank. Frank oder was? Ach so. Ja. Weißt du, so Frank sehe ich ja immer mal wieder, ist er? Ja, ihr wohnt ja beide in Ostdeutschland, da läuft man sich auch Ja, mal das ist ja weg, ganz normal. Und ich bin ja auch ne? so richtig, ich bin ja so ein Mobiler, weißt du, ich bin ja so Ja, richtig viel klar. unterwegs. Ja, bei den großen Anlässen da, bei den Ossis. Ja, genau. Wir treffen uns immer auf der Reichstagstreppe, weißt In Dresden, ne? In so Dresden. alle, weiß ich was, alle 60, 70 Jahre treffen wir uns auf der Reichstagstreppe. Oh, die Birgit kommt. Deswegen haben wir uns ja auch noch nicht getroffen, ne? Aber Sehr gut. fällt mir Hallo immer so wieder ein, Birgit. ob Ja, verstanden. wieder Ja, hast du auf verstanden. kindliche Verborgenheit. Naja. Ja, heute haben wir das Thema, wir haben ja keine Themen. Ist gut. Das Thema heißt, wir haben keine Themen. Oh, der Frank ist ja da. Ja. Wunderschön. Hallo übrigens. Hallo Birgit, lange doch ist er angekündigt. Und Ja. jetzt hatte ich mich selbst gefesselt, indem ich gesagt, ja komm, ich mache das jetzt. Und dienstags ist zwar immer so ein bisschen schwierig für mich, aber das habe ich gedacht, komm. Mal dich denn jetzt fragen, wo du die ganze Zeit warst, warum du untergetaucht bist, warum du das Netz gemieden hast, zumindest Twitter, oder? Ich habe ein Experiment gemacht und zwar habe ich immer so einen Impuls verspürt. Du schreibst jetzt was. Und da habe ich mir so gedacht, Anne. 5 Euro ins Schweine statt des Drangs. Ist er reich geworden bei. Da hat er Zeit für andere Sachen gehabt. Du hältst es aus, du musst es, also im Sinne von, wem es damit gedient, dass du es jetzt hinschreibst. Außer dir selbst. Und vielleicht noch nicht mal das. Überhin. Was? Ach so, du warst so dienstorientiert, also Und so dann war ich parallel, nutzenorientiert. habe ich noch Karriere gemacht, in Anführungszeichen. Ja, das stimmt. Aha. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, also so und genau, und dann dienstags dachte ich immer, ach scheiße, es ist schon wieder Dienstag. Und jetzt habe ich gedacht, ist egal, ich komme jetzt trotzdem dazu. Was So sagt kam ich. Andreas? Der Andreas, ich glaube, der liegt auf der Couch und ist am Pennen bestimmt. Skybar. Oder Birgit? Birgit, hattest du irgendwas vom Andreas gehört? Nein, aber der ist auch die wichtige Person in dem Kunstdoc. Der hat doch immer gesagt, Ach, dass guck mal hier, da einmal frei, Reto Schleppi, würde ich sagen. eine von den wichtigen Endlich mal Personen. jemand mit dem. Wie, was ist denn heute los? Sonst, weißt du, braten wir in der eigenen Soße. Ich mache hier mal den Selbstersteller mit irgendwelchen 3D-Tools. Was? Und zack, Du warst doch ist es noch. eine bunte, ist es eine bunte Runde hier. Sehr gut. Matze, wann warst du eigentlich das letzte Mal dabei? Ich habe dich auch schon länger nicht mehr gesehen. Genau. Wir sperren uns ja nur noch auf Twitter, Ihr beide, weißt ja. Wir haben so du? einen Ja. Bitchfight am Ja, Laufen. genau. Aber da Also kommen wir jetzt nicht lassen zum wir richtig Thema machen. raus. Wenn Nein, wir nicht zu viel das ist ausbreiten, aber zu dreckige das Wäsche, ist zu ist das sonst. dreckig, genau.
Ja, und Elon Musk hat mich immer noch nicht abonniert. Ne? Ich folge den ja erst, wenn er mich, ne, wenn er mir folgt. Ne? Und er Krass. hat den Aufruf hat er gar nicht ernst genommen. Wieso heißt das eigentlich Reto und nicht Retro? Hör Ja, das mal, habe ich mich auch schon immer. Reto. Ich heiße Reto Schleipi. Ich bin nicht Retro. Ich bin nicht, ich bin Nicht. up to date. Das Das. ist schön, oder? Habe gesehen, ich bin wichtig. Also ja, irgendwo ist da alles irgendwo, ich bin wichtig. Weißt Das finde du? ich Du gut, machst dass jetzt ich hier. eine Kampagne jetzt hier, wolltest du uns vorstellen. Nein. Genau. Also ich wollte euch eigentlich im Daily, also ich wollte eigentlich einen Film machen darüber, über Fotografie. Und wie so ist, Fotografie lernt man anhand der Wallflyer am schnellsten. Irgendwie so. Wenn ihr Lust habt, möchte ich euch einen Exkurs machen. Das dauert 10 Minuten und dann habt ihr Fotografie begriffen. Ja. Sag ich mal spontan. Wenn das nichts 10 kostet. Minuten Premium-Content. Ist Nein, doch. es geht nicht um Premium-Content. Es geht Ja, du, nur da kannst du jetzt gar nichts mehr gegen machen. Das wird automatisch Premium-Content, ob du willst oder nicht. Naja, wird ja veröffentlicht hier. Ist gut, ja. Also, ich war ja schon ein paar Mal Mitglied beim Kunsttalk. Ich liebe diesen Kunsttalk, aber ich kann natürlich auf der anderen Seite mit dem täglichen Business nichts damit anfangen. Ja. Ja, also ich würde sagen, wenn ich jetzt mal ganz frech sein soll, 10 Minuten, 20 Minuten und mach's so in Ja, und dem wenn er dann Rahmen, ruhig wenn. ist, dann ist das ja Ja, okay. wir Ja. unterbrechen, weil ich würde mal Aber mit sagen, Unterbrechung oder was? Viertelstunde, 20 Minuten, weißt du so, weil wir unterbrechen ja vielleicht. Dürfen wir eine Zwischenfrage stellen dann? Ich habe wirklich viel vorbereitet, was ich da einbringe. Ah. So. Ich habe auch ganze Bücher vorbereitet und so. Also 10 Minuten müsst ihr mir geben und dann erkläre ich euch Fotografie, Porträtfotografie. Das ist Es gut. gibt ja Fotografie, die gehen in den Park, die gehen in den Wald, machen ein paar Bilder von Enten und Schwänen und so. Das ist super. Aber was ich mache, ist halt wirklich fundamentale Porträtfotografie. Ja, genau. Ja, das ist ja auch, guck mal, wenn ich jetzt einfach mal überlege, da verbringen ja Fundamental. manche. Fundamental. Fundamental. Wenn ich denn mal so überlege, da verbringen ja manche Leute ganze Biografien mit, Ja, Fotografien. natürlich. Ja, Und du machst das in das 10 Minuten mit ist uns und dann ist es doch, das ist doch gut. super. Nein, ich gebe euch einfach den Input. Ich kann Okay. nicht mehr als einen Input geben Gucken wir mal. über Fotografie, über Dings und ich muss das ein bisschen einblenden und so. Es ist ein 10 Minuten eigentlich Vortrag eigentlich. Also ja. Ja, Ich aber dann finde, ganz würde ich kurz, sagen. wer ist denn Kim Tu Paul? Kennt den Kim. jemand oder schmeiße ich den wieder raus? Der ist Ah, ein nein, nicht rausschmeißen. paar Mal. Nein, bitte schmeiß den nicht raus. Der ist mir auch schon ein paar Mal Okay, über den Weg gelaufen. Der Kim to Paul, den müsst ihr einfach gerne haben. Das dazu. Ja. du, wer ruhig ist und kein Bild liefert, Ja. den können wir gerne Ah, haben. nein, den Kim to Paul muss man verstehen. Er ist nicht einfach. Was muss Ja. ich jetzt noch? So, passt schon. Nein, du Kim musst, to es Paul. passt schon. Wenn du sagst, das passt, ist okay. Ich sag dir Ja. nur eins, das passt. Kim to Ja. Paul, du musst nichts, du darfst. Brauchst du es nicht erklären, wirst nicht. Genau. Also, nur wenn du willst, nur wenn du Ja, willst. genau. Nur wenn du willst, darfst du, ja, er ist der Kim to Paul. Er ist mir schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, seit Jahren eigentlich. Und das hat etwas zu tun mit dem Institut für Medienkultur der Welt. Und Kim to Paul ist einfach eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Also, wenn du über Fotografie redest, dann kommst du nicht über Kim to Paul Das hinweg. ist Geh natürlich nicht gut, weil schneller. dann kann Kim to Paul ja deinen Vortrag vielleicht ganz gut noch bewerten, weil ich als Fotografie-Laie, was soll ich machen? Ich höre zu und Okay. dann glauben. Ich erkläre euch kurz, was ich machen möchte. Ich habe das mit der Birgit vorher abgeklärt. Ich Aha. erkläre euch Porträt für Fotografie anhand von Wahlfragen. Weil
Also, Fotografie ist ja im Park drin, gibt die Enten und Schwäne, gibt die wie sagt man, eine Plattform. Ja, genau. Und das ist nicht Fotografie, das ist Hobby. Ja, das ist Hobby. Oder du gehst Enten fotografieren, ein bisschen Schwäne da und ein bisschen Dings da, und das ist Hobby. Und das hat, darf ich noch schnell fragen, wird das aufgezeichnet? Kann ich die Aufzeichnung nachher auf meinem Blog hochladen? Es wird jetzt schon auf YouTube gesendet und da kannst du es dir dann rauszerren. Das ist sehr gut. Okay. Also, Fotografie ist eben, man macht im Park drin, macht man Fotografien von Enten und wie sagt man, Schwänen und so. Und das ist auch Fotografie, aber das ist Hobby. Das ist Hobbyfotografie. Das ist okay. Also jeder kann machen, was er will. Eigentlich. Okay. Jetzt kommen meine 10 Minuten. Ist gut. 10 Minuten und dann bin ich fertig. Also, Hobbyfotografie ist das eine und dann gibt es noch die Porträtfotografie der Profis. Was heißt Porträtfotografie der Profis? Das sind eben diese sogenannten Flyers, also da gibt es Wahlflyers und solche Sachen. Das sind Profi-Fotografien. Ich habe hier zum Beispiel einen Wahlflyer, der ist gut bestückt mit einem Foto. Ja, ich habe eine Erinnerung. Und dann kommen mir da so, Videos, sind die nicht da, die Spiele. Ja, wenn du es leicht in Bewegung hältst und so, dann. Ich muss meinen Hintergrund ändern, sonst seht ihr das nicht. Also, wie mache ich Ja, das? mach das mal, wenn das geht. Wie mache ich das? Meinen Hintergrund verwischen. Ja, jetzt habe ich meinen Hintergrund verwischt. Genau. So, ja. Also jetzt, okay. Das ist ja eine Katastrophe, oder? Also, ich brauche keinen Hintergrund, ein Audio, Profil, Bild, aber meinen Hintergrund verwischen. So, jetzt Ja, habe jetzt ich könnte es gehen, jetzt könnte es in meinem gehen. Büro. Genau. Also, ich zeige euch einfach mal ein paar Sachen da. Das ist zum Beispiel ein Wallflyer. Und da gibt es verschiedene Sachen. Also, es geht um Porträtfotografie, nicht um Fotografie vom Park oder ich weiß auch nicht, Hobby-Sachen, sondern wirklich um Profisachen. Und da müsst ihr wissen, dass sowas wie auf diesem Wallflyer das ist Medienkompetenz. Es geht darum, dass man versteht, dass diese Dame da ist abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob man das sieht oder nicht. Aber also die Fotos sind alle nicht echt. Die Fotos sind alle zusammengestiefelt. Willst du eine Interaktion haben von uns? Ja, Ja. ihr könnt mir kurz sagen, wie ist das möglich oder so. Ich Aber könnte so ein Lacher sag einfach einspielen, wenn du diese willst, wenn du sagst. Wahlflyer da. Ja, nein, wenn ich Porträtfotografie lernst du am schnellsten, wenn du Wahlflyer studierst. Ja, das ist einfach so. Also das geht am schnellsten. Ja, du kannst lachen, aber das ist Tatsache. Wenn du Porträtfotografie verstehen willst und lernen willst, dann sind Wahlflyer das beste Thema, das es gibt. Weil das sind so viele Fälschungen drin, dass es wird einem schlecht, oder? Ich Also muss mal fragen, was der Begriff Fälschung in dem Kontext ist, wie du den meinst. Fälschung heißt Fotografien, die nicht dazugehören. Okay, jetzt sind. Ja, einfach nicht Fälschungen. Meine, die Fotografien sind echt. Aber sie sind nicht gemacht im Kontext zum Wallflyer. Genau, also das sieht man selbst, wenn die Qualität hier, sieht man, dass es ein bunt zusammengewürfelter Haufen ist. Ja, das siehst du Und sofort. da halt verschiedene Genau, aber das ist. Lichtverhältnisse plus, Genau. dass das jemand, der noch sich die Mühe gemacht hat, das freizustellen, damit der Hintergrund hell ist. Ja, natürlich. Aber es ist genau diese Medienkompetenz, dass man erkennt, dass diese Person da, dass dieses Foto nicht echt ist.
Es wurde einfach hineingestellt. Das ist Medienkompetenz. Und für das bin ich hier. Also für das bin ich zuständig, ja. Also ihr könnt auch Nein sagen, dann höre ich auf. Ich habe hier eine ganze. Nee, du hast ja erst angefangen. Du bist ja. Ja, also. Also, pass auf, dann frage ich mal. Also, warum ist jetzt die. Das ist jetzt schlecht zu erkennen. Du musst schon ein bisschen erklären, warum sie denn jetzt aus der Reihe fällt, so besonders. Weil der. Sie fällt aus der Reihe, weil der Typ, was den Wahlflyer erstellt, keine Ahnung hat. Und der hat keine Ahnung. Der nimmt einfach Fotografien und macht irgendwas und dann ist es ein Wahlflyer. Du, mehr hat er vielleicht gar nicht geliefert bekommen, als er den Flyer gemacht hat. Was soll er denn tun? Also ein Genau, das geht. Fotosession kostet dann, was weiß ich, und kostet dieses Bild nochmal 500 Euro. Auf einmal ist der Flyer bei 10.000 Euro, nur um ordentliche Fotos zu haben. Und das macht man halt nicht. Und dann kommt halt so ein Flyer raus. Das kann auch Absicht sein. Nein, es ist so. Die Flyer-Macher, ich kenne beide Seiten, oder? Ich kenne die Fotografie-Seite und ich kenne die Flyer-Macher-Seite. Und Flyer-Macher nehmen dann einfach eine Fotografie, die sie bekommen, um den Flyer zu machen. Und das ist eben falsch. Also man muss schon mit der Fotografie zusammenarbeiten, dass man anständige, wie sagt man, anständige Dings bekommt. Also es geht um viel eigentlich. Aber eigentlich haben die Flyermacher, die nehmen einfach die Fotografien, die sie bekommen. Ja, manchmal bleiben ja gar nicht so viele Ja, dann Möglichkeiten, gibt weil. es noch solche, die einfach solchen Scheiß zusammenbinden ohne Fotografie und die Angst machen wollen. Also, ja, genau. Also, ich bin gelernter Fotograf. Ich darf mich schnell vorstellen. Ich bin Reto Schleppi. Ich bin gelernter Fotograf. Und ich habe auch anhand von Wahlflyern fotografieren gelernt. Weil es geht nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt. Und das müsste man eigentlich den Leuten erklären, weil heute machen sie mit dem Handy Fotografieren, das wird ja schlecht, oder? Genau. Du Zum bietest da Beispiel, so Workshops an oder was? ja, natürlich, Ach so, das ist ja aber ich mache geil. keine Werbung hier. Ich mache keine Werbung. Ich bin der Reto Schleipi. Ich mache jetzt hier einen Kunsttalk, mit der Birgit zusammen mache ich sehr gerne einen kleinen Exkurs in Fotografie, wenn ihr wollt. Und wenn ihr nicht wollt, dann lasse ich es bleiben. Also ich Wir kann. sind doch mittendrin. Ja, genau. Also die Birgit ist eine langjährige, wirklich langjährige Freundin von mir, die auch meine Wertschätzung bekommt und so weiter. Genau, also unser Klima, deine Wahl, das ist der Dings. Und dann kommen die Fotos von den Leuten. Und nur schon, wenn du den Flyer auseinander fällst, merkst du, da stimmt was nicht. Ja, ich kann auch sagen, was, weil das sieht, das ist ja das, was ich hier schreibe. Das Ja, sieht es ist selbst, das zu sieht boxen, oder? selbstgemacht aus. Ja, genau. Das Es sieht ist selbstgemacht aus. auch, okay, es ist auf Blütenpapier gedruckt, das ist 140 Gramm Papier oder so. Ich kann das beurteilen, weil ich bin in der Papierbranche tätig und es schaut gut aus, aber es hat keinen Sinn. Also es ist einfach nur zum Wegschneiden. Ja, dann sind wir bei denen da gemeinsam für den Werkplatz und wenn ich das umdrehe, habe ich da den da. Was ist falsch an diesem Foto? Wie gesagt, ich mache einen Exkurs in Porträtfotografie. Ja, ist ja spiegelverkehrt. Genau. Er müsste auf die andere Seite schauen. Ja, das Weil sieht jedes Kind. so hast du einen Abstand gegenüber wie sagt man, sein Motto ist klar, einfach, wie gesagt, ich bin politisch neutral. Hä? Ich zeige einfach nur die Wahlflyer auf. Birgit, kannst du mal was sagen dazu? Ja, Birgit, bitte. Birgit. Weiß nicht, ob ich da was dazu. Ich habe so einen dicken Brief bekommen. Da sind total viele Listen drin.
Und ganz viele so Parteilisten, und da soll ich irgendwas streichen. Ich darf nur einen streichen und einen. Genau, es geht darum. Unglaublich. Und das sind so viele Leute, die meisten kenne ich gar nicht. Die Namen habe ich noch nie gehört. Und da kann ich mir gar kein Bild machen. Da muss ich alles recherchieren im Internet, um rauszufinden, wen ich denn streiche und wen ich dafür einsetze. Okay, also ich lasse das Ganze aus. Ich bin nur der Fotograf, also ich habe Fotografie gelernt. Und ich sage euch, wenn ich so eine Fotografie sehe auf einem Wahlfeier, dann wird mir schlecht. Das ist einfach nur Angstmacherei. Genau. Und dann streiche ich den Dings um. Er schaut auf die falsche Seite. Er Darf ich müsste mal auf eine die andere Zwischenfrage Seite schauen. stellen? Darf ich noch mal eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte. Du hast ja Fotograf gelernt. Machst du auch Sachen, die du nicht gelernt hast? Ja, natürlich, die ganze Zeit. Ja, So, aber ich habe okay. immer den Ja. Hintergrund Fotograf gelernt. Also, weißt du, da geht es um Bilderbeurteilung und so weiter. Ja, das heißt ja nichts. Nur weil ich Bäcker gelernt habe, muss ich ja nicht lecker backen. Ja, das ist so, aber ich verdiene auch Geld damit. Also, ich habe wirklich Stammkunden. Gerade einer hat mich wieder gebucht und so. Also professionell. Ja. Ja, ich, nein, ich bin einfach ich. Ich bin der Redo. Professionell oder nicht. Ich sehe einfach manchmal mehr auf den Bildern als andere. Ja, ich sehe aber, ich kann immer erkennen, wenn das so nach selbstgemachtem aussieht. Ja, natürlich bin ich selbst gemacht. Ich bin ja ich. Ich sage dir einfach nur, ich drehe diesen scheiß Wahlflyer, drehe ich um und sehe das da. Ja. Dann weiß ich, dass der da auf die falsche Seite sieht. Verstehst du? Naja, er guckt zumindest ins Bild, ne? Ja, das Foto ist gut. Also sind wir Wenn wir jetzt ehrlich? aus dem Bild gucken, das wäre natürlich ein ganz klarer Anfänger. Ja, nein, das Foto ist wirklich gut, aber er müsste auf die andere Seite. Das ist mein Deal. Verstehst du? Das ist Ja mein klar, da Deal. kann man auch ganz gezielt auch die Menschen dann mit ansprechen, auch bei Social Media, Ja, wenn man die auch Tricks kennt, ne? Ja. es ist einfach so, dass er auf die falsche Seite sieht. Man müsste ihn nicht so fotografieren, sondern so. Irgendwie so. Genau. Also, hören wir auf diesem einen Mann zu arbeiten. Wir haben hier zum Beispiel einen Wahlflyer. Also, es ist so, Porträtfotografie lernst du am schnellsten mit Wahlflyer fotografieren auseinandernehmen. Du musst die anschauen. Und dann bist du bei mir. Ja, kannst du damit leben oder nicht? Also, ja. Sonst müssen wir aufhören, Nö, du kannst das auch ruhig ein bisschen anspruchsvoller formulieren, weil sonst hört sich das an wie eine Kindergartensendung hier. ich bin kein Kindergarten. Also, die Fotos sind alle viel zu klein. Du siehst nichts. Sie sind wunderschön gemacht. Sie haben alle weißen Hintergrund. Sie sind alle sehr speziell. Jede Persönlichkeit wird im Vordergrund gerückt, aber es ist eigentlich für nichts. Genau. Also, machen wir weiter bei dem da. Das ist ungefähr dasselbe Programm. Alle Fotografien sind super. Ja, sie sind von professionellen Fotografen gemacht. Aber du. Ja, genau, lassen wir das. Okay, also, was möchte ich euch zeigen? Ich will euch das da ist super. Das da ist super. Mut zur Lösung. Mit so einem Foto. Für mich hat der da oben auf dem Dings hat er ein Badge. Das heißt, der Fotograf hat irgendwie vergessen, das Licht richtig zu machen. Er hat irgendein Blitz genommen oder so und hat vergessen. Genau, um das geht's. Also es geht nicht um die Wahlwerbung, es geht einfach darum, was ich euch zeigen kann. Und das ist dasselbe Foto, einfach rausgenommen aus diesem Bild. Fake, oder? Es ist fake.
Genau. Dann haben wir hier FDP. Also es geht nicht um Parteien oder so. Es geht nur rein um Porträts, Fotografien. Und wenn ich das da sehe, dann wird mir schlecht. Erstens mal, ich habe viel zu viele Informationen auf einem Bild. Ja, viel zu viele Informationen. Ich kann das gar nicht einordnen. Und da geht es wirklich nur ums Bild und so. Und wenn ich jetzt das da anschaue, das Bild zum Beispiel da, dann ist sie da oben zu fest beleuchtet. Oder? Ja, sie ist alt. Okay, sie ist alt. Das stimmt. Und was wollte ich? Der da, der hat eine riesengroße Stirne. Genau. Die kann man mit richtiger Belichtung kleiner machen. Aber man müsste das halt machen. Genau. Und dann kommen wir zu dem da. Der ist auch so ein spezieller Typ, weil der ist überall sehr präsent. Und immer mit dem gleichen Foto. Immer mit dem gleichen Foto. Also, wenn ihr Porträtfotografie lernen wollt, wie zum Beispiel hier, ist er zu fest belichtet, hier. Oder? Das kann man alles einstellen im Nachhinein. Das Foto ist super. Es ist einfach nur auf der falschen Seite. Also er schaut nach links und man müsste eigentlich nach rechts schauen, weil der Text ist rechts und links ist, ja, genau. Also ist ja egal. Ich möchte euch einfach nur zeigen, dass Porträtfotografie ist nicht immer so einfach, wie es ausschaut. Das ist alles. Da habe ich zweimal das Gleiche. Wie ist das möglich, dass ich zweimal das Gleiche bekomme? Vergiss es einfach, oder? Genau. Dann haben wir den da. Das ist mir ein Anliegen, dass ich euch das zeige. Also erstens, mir ist aufgefallen, er schaut nach oben. Also das wurde von oben herab, nein, von unten her fotografiert nach oben herab. Und das ist für mich die schlechteste Werbung, die es gibt. Also wenn du einen Wahlflyer fotografierst, dann musst du auf Augenhöhe mindestens sein oder ein bisschen größer. Du heißt Donald Trump, dann musst du von unten Ja, fotografieren. genau. Ja, genau. Jetzt hat es begonnen. Ja, genau. Also ich finde das auch die. Aber das hast du ja gar nicht gesagt. Nein, ich sag, ich bin neutral. Hör mal, Leute, ich bin wirklich neutral. Ich sage es nur aus der Fotografenseite. Aber für mich hat er hier sehr helle Stellen, oder? Und das kann man nicht brauchen. Und dann auch die View, also man müsste die Kamera 20 Zentimeter höher und dann hat er gewonnen, oder? Aber so hat er einfach verloren. Jetzt kommt wieder diese gleiche Flyer und dann kann ich. Das da ist auch ein super Beispiel an Fotos. Das ist zusammengesetzt. Die sind nie zusammen gewesen auf einem Foto. Man sieht das relativ schnell. Da geht es um Medienkompetenz und das ist meine Stärke, also Medienkompetenz. Ja, Entschuldigung, es ist Medienkompetenz. Ich mache Medienkultur in der Welt. Oder? Ja, du hast ja, glaube ich, jetzt nicht mit Medienlaien zu tun. Ja, genau, eben genau. Und das ist Kunst. Also das ist wirklich Kunst, so ein Foto irgendwie herzustellen aus eigentlichen, oder der da ist zu dunkel. Oh, Michael, was dazu sagen? 10 Minuten, ne? Ja, bitte. Michael? Kleiner Rahmen, 10 Minuten, ne? Jetzt mit den Freistellwerkzeugen dauert es 10 Minuten, die Leute da freizustellen und so hinzukriegen. Oh, beste Michael. Ja, das war, haben die doch jetzt sogar mit Adobe bei Video schon vorgestellt auch. Ja. Also das Freistellen der Leute auch in hoher Qualität und die Belichtung so machen, dass du sagst, die Lichtrichtung soll einheitlich sein, dann Ja. kriegst du so ein Foto hier relativ zügig zusammengestellt. Genau, das ist meine Meinung. Aber sowas an Werbefoto finde ich einfach. Du siehst hier ihre, ja, Entschuldigung, wir Hallo sind Andreas. privat, oder? Also Also, das ist oh, die Nadine ist auch war verhindert, tut mir leid. Boah, ist jetzt hier voll riesen Wir haben Vortrag. Oh, Generalversammlung wir haben da. gerade Vortrag, Andreas. Nee, die Vortrag. 10 Minuten sind Ja. auch schon vorbei. Der Reto ist hier am Na, lass mal noch ein oder? bisschen und dann.
Ja, bei mir ist halt egal. Soll ich noch ein bisschen weitermachen oder soll ich? Ja, vielleicht kriegst du noch irgendeine schöne Rundung hinten ran. Ja, ich finde noch. Eine Pointe brauchen wir noch. Ich hab wirklich Wahlfrei. Also, wenn du Porträts fotografieren lernen willst, nimmst du die Wahlfreie und siehst die Fehler. Ganz einfach. Und ich mache mal eine Kontrollfrage für mich selbst, Ja, bitte. sozusagen eine so Verständnisfrage. Also du nimmst die Wahlflyer, aber nicht um der Wahlflyer willen, sondern weil man da so schöne viele Fehler drauf findet. Im Sinne der Fotografie. Nein, Weil auf den nein. Wahlflyern, also ich warte, ich mache das mal noch rund hier, weil ich weiß zum Beispiel, die ganzen Pornoseiten, die sind mit Absicht so schlecht gemacht, wie sie sind. Ja, Nein. Also, und das kann ja bei den Wahlflyern auch absichtlich so sein, dass die Fotos schlecht sind. Also es geht nur darum, möglichst viele qualitativ noch zwischenwertig und geht so zu finden und deswegen Wahlflyer zu nehmen. auch Richtig? eine Bürgernähe wollen die einen sonst erreichen. einfach Porträt fotografieren. Ich habe ja Fotografiekurse und so weiter. Und wenn ich die Fotografiekurse gebe, nehme ich sehr gerne solche Wahlflyer, um Ihnen die Einzelheiten zu erklären. Und also das Reto, von der Kalk, du bist ja auch Wirtschaftstyp, ne? Von der Kalkulation, wir haben jetzt hier in Deutschland wieder, du bist ja Schweizer, haben wir da so diesen, wie heißt der, Bundesrechnungshof oder irgend sowas, irgendwie so eine Vereinigung, die immer die Ausgaben, Staatsausgaben bewertet. Ja. Und die haben jetzt dann beanstandet zum Beispiel, dass die ganzen Regierungsvertreter da ihre Instagram, Fuzis und Fotografen, was weiß ich, was so teuer Hallo bezahlen. Nadine. Ja, Hallo natürlich. Nadine, also die bezahlen die so teuer, wo ich drauf hinaus will, Ja, ist, aber dann sowas kommt kostet genauso Geld. Scheiß Ja, raus, oder? das kostet ja Ja, Geld, ne? das kostet Geld. Ja. Das ist nicht Ja, so ein das Luft das kostet kostet Geld. alles Geld, ne? Das da auch. Das ist Weil es jetzt halt nicht jeder kann, ein mit gutes Beispiel Kompetenz, für ein super Bild. ne? Einfach, sie ist zu bleich. Also man hätte ein bisschen das Rot. Aber eben, das sind Peanuts. Also vergessen wir das. Komm, wir gehen zu Express. Das ist das ist kein Wahlflyer, das ist ein Werbeflyer. Und das Bild finde ich eigentlich nicht mal schlecht, wenn er nicht auf der anderen Seite wäre. Also er müsste nicht auf diesen 30% sein vom Flyer, sondern auf diesen 30% und der Spruch auf diesen. Du meinst mit dem goldenen Schnitt oder was? Ich bin ein bisschen erkältet. Meinst du den goldenen Schnitt oder was? Ja, genau. Ja. Ja. Man muss immer ein bisschen nachschauen. Pasta zum Beispiel finde ich absolut Hammer. Das ist das beste Werbebild, das ich jemals gesehen habe. Echt? Also ja, in Aber den letzten Monaten. ja. Ne? Ich bin ein bisschen erkältet, es tut mir leid. Das war zum Beispiel. Das ist auch, er ist zwar im Vordergrund abgebildet, aber seine Hände sind im Vordergrund. Ja, da kann man drüber streiten, oder? Verstehst du, aber ich würde das nicht so machen. Sowieso, weil der ganze Flyer scheiße ist. Also, sie haben da noch ein Foto drin von Washoe. Ich habe den Washoe übrigens interviewt. Ich weiß, wer das ist. Das war der Gründer von Microsoft und so weiter. Aber es ist ja egal. Es geht nicht um das. So, dann habe ich, das waren die Wahlflyer. Also, ihr seht auch die Wahlflyer-Fotos, Porträtfotos. Das Problem ist das. Die Wahlflyer-Macher nehmen die Fotos, die sie bekommen. Und die Fotos sind vorher gemacht. Und wenn ich Entschuldigung, ich bin wirklich erkannt. Ja, Covid-Scheiße. Wenn ich ein Foto mache für einen Wahlflyer, will ich zuerst den Wahlflyer sehen. Und dann kann ich das Foto exakt so anpassen für den Wahlflyer, dass es passt. Versteht ihr? Das ist dann so Ja. deine Premium-Leistung, wo du sagen kannst, also Nein, das ist nicht Premium. hiermit kommt es. Wäre eigentlich normal. Also,
Du sagst, okay, ich habe jetzt hier einen Wahlflyer und ich mache ein Foto dazu und das muss passen auf diesen Wahlflyer. Und dann will ich zuerst den Wahlflyer sehen. Ich kann nicht zuerst das Foto machen und dann nach dem Foto dann den Wahlflyer. Das ist Blödsinn. Das habt ihr jetzt gesehen. Also ich kann es nochmal. Genau. Also das da ist das beste Beispiel. Okay, ich bin nicht parteiisch. Ja? Ich bin unparteiisch. Er schaut auf die falsche Seite. Er müsste auf die andere Seite schauen. Das ist meine Eingabe. Also ja, man müsste zuerst sehen, wohin kommt das Foto und dann kann ich als Fotograf entscheiden, wie ich das Portrait-Foto mache. Übrigens, das Foto finde ich super genial. Es ist wirklich professionell gemacht. Es ist wirklich super. Es ist einfach auf die falsche Seite. Er schaut auf die falsche Seite. Ich bin ja gerade erst so reingekommen, also ich hatte Verspätung. Kann mir einer erklären, wo ihr jetzt gerade seid? Also einen Vortrag habt ihr erzählt und was? Nee, der Reto hatte, der Reto, nachdem er uns begrüßt hatte, haben wir dem Reto 10 Minuten eingeräumt. Er wollte sein Konzept vorstellen. Nein, ich habe kein Konzept. Ich sage einfach, wie es ist. Die Realität sieht so aus, dass man nicht einfach fotografieren kann, wie man will. Man muss schon ein bisschen was verstehen davon. Genau. Das andere ist verboten. Nein, das ist die Realität. Die Realität ist, dass die Leute keine Medienkompetenz mehr haben und das gar nicht sehen. Und, ja, es ist aber auch immer, ich sag mal so, Andreas, mach du erstmal weiter. Du hast ja hier Orientierung holen. Ja, ich also im Augenblick scheint es darum zu gehen, was macht ein gutes Werbeplakat aus? Na, Werbeplakat oder, nicht, bin sondern ich da irregeleitet oder es ging darum, wie verwendet man Fotografien im Kontext? Wir haben gerade so ein bisschen so eine Mischung, die wir aber auch nicht auseinanderkriegen, auch nicht mehr in diesem Gespräch. Fotografie zu erklären anhand von Werbeflyern, von Parteiwerbung. Nein. Und, und dadurch ist es so eine Verquickung, Fotografie, Porträtfotografie zu erläutern und die Fehler derer, die da auftreten, anhand von Parteiwerbeflyern. Wir kriegen das aber im Kopf nicht mehr auseinander. Das muss auch nicht mal passieren. Ja. Was ich daran interessant finde, ist, es gibt ja diese. Also wenn ich diese Fotografie empfinde ich immer so ein bestimmtes Moment von Entfremdung. Das trifft mich auch, wenn zum Beispiel eine sakrale Plastik, meinetwegen aus irgendeinem Dom, ins Museum verfrachtet wird. Dann habe ich also so ähnliche Verschiebe oder Interferenzen oder so, dass ich auf einmal denke, ha, eben war das noch sozusagen magisch aufgeladen in einer Kirche, um Wald von Gerüchen, von Weihrauch und wie auch immer, Schatten, man sah aufrecht und die war darauf zugeschnitten, dass sie also von oben runter guckt und ich die perspektivische Verkürzung sozusagen optisch korrigiert kriege und so weiter. Und jetzt hängt die also fast Auge in Auge mit mir im Museum und es ist eine völlig andere Umgebung, das heißt plötzlich Kunst. Und so ist also dieses Moment, Der Verfremdung führt dazu, dass also etwas aus einem sogar eigenen kulturellen Zusammenhang nicht in einen, sagen wir so, musealen, aber auch geschäftstüchtigen Zusammenhang geschoben ist. Die könnte ja jetzt aus dem Museum verkauft werden, aus der Kirche heraus eigentlich nicht. Ne? So. Genau, Kirche. Andreas, du hast recht. Es geht darum, dass ich anhand von Porträts auf Wallflyern fotografieren lernen kann. Weil zum Teil sind sie falsch belichtet, sie sind auf der falschen Seite und so weiter. Und es ist halt so, dass die meisten Wallflyer, und Entschuldigung, ich bin halt aus der Schweiz, also wir haben so viel, ich habe kiloweise Papier von diesem Scheißdreck, oder? Dass die Wahlflyer-Produzenten die Fotografie gar nicht begriffen haben. Und das ist ein Zusammenspiel
es geht immer, die Fotografie muss eigentlich das Zusammenspiel beherrschen. Und wenn die Fotografen den Wallflyer nicht vorher kennen, der kommt, dann können sie auch nicht die richtige Fotografie liefern. Und das machen sie auch nicht. Und das ist auch nicht deren Job. Sie machen dann einfach ein Foto, das ist gut, das wird eingesetzt und fertig. Ob es auf der richtigen Seite ist oder nicht, ist scheißegal. Aber wir können ja den Modus etwas drehen und sagen, das ist ja jetzt gar nicht ein Feld, in dem Fotografie mehr macht, außer bestimmte Trigger zu setzen. Nicht? Also, und wir haben es hier mit einer Art von Montage zu tun, die das in der einen oder anderen Weise gewährleistet und gleichzeitig noch billig ist und gleichzeitig noch politische Inhalte versucht zu komprimieren, meinetwegen. Dabei und unter den Umständen würde ich sagen, nicht, akzeptiere ich die Fotografie so, wie sie ist. Das heißt also, ein Teil der Fotografie wäre sozusagen eine Entwicklungsgrenze oder ein Entwicklungsmoment von Fotografie wäre genau das. Dann in dem Moment würde es sozusagen wegfallen, dass man im Grunde mit Maßstäben einer ausgereiften, womöglich tiefen psychologischen oder wie auch immer begründeten Porträtfotografie daran tritt. Das kann man dann entlasten, weil es gibt ja Werke, die das dann leisten wollen. Ja? Und hier ist es so, mich würde eher stören, wenn jetzt sozusagen irgendein Meisterwerk der Porträtkunst, Fotografie, nicht, auf einmal auf dem Wahlplakat erscheint. Dann würde ich denken, wow, was jetzt? Passiert was Besonderes? Oh Gott, nicht? Also die CDU, die hat auf einmal das in sich entdeckt, was sie ja also immer bildungsbürgerlich so mitträgt, nicht? Also Schwabbel, 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 Museen sind gut und die europäische Kultur ist maßgebend. Das ist auf einmal, wow, dann merke ich, ah, nee, es ist doch nur wieder der alte Wahlspruch. Dann bin ich dann tief enttäuscht. Ne? Und das ist ein Gegenargument, oder ist das jetzt? Nein, ich bin Fotograf. Ich bin gelernter Fotograf. Ich kann Porträts fotografieren und ich weiß, wie es geht. Das ist jetzt genauso ein Beispiel. Jetzt nehmen wir dieses Foto. Er ist hier viel zu hell belichtet. Ja, das ist jetzt Handwerk und das kann ja genau, also für mich ist das, wie, wenn ich das Bild erklären würde, würde ich sagen, das soll Optimismus ausstrahlen, die Linie steigt von links nach rechts oben, die Diagonale, das ist Optimismus, das ist Dynamik, es ist sozusagen Selbsttätigkeit, Ermächtigung und und vielleicht eine neue Form von Summativen haben wollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, und der Mann lächelt und der lächelt in die richtige Richtung, also auch sozusagen von links nach rechts. Und alles, hat also alles genug Bildfläche offen gemacht für. Ja, es ist ein super Foto, aber die Hand ist gleich groß wie sein Kopf. Ja, genau. Genau. Und das also wie erklärt man das? Wie geht man daran? Ich finde, in dem Moment, wo man sagt, wenn die Hand so groß ist wie der Kopf, dann ist etwas Handwerkliches, Machbares, dann ist also die Hand tatsächlich sozusagen, aber so wie er guckt, ist die Hand dann durchaus kopfgesteuert. Also man kann jetzt auch nicht sagen, sie ersetzt den Kopf. Das Foto ist super. Es geht einfach darum, dass die Umsetzung auf dem Flyer nicht dem entspricht, was der Kunde eventuell möchte. Okay. Nee, was du möchtest. Nein, das ist ja richtig. Es geht um die. Nein, aber du kannst doch hier jetzt keine Objektive. Also du nimmst doch eine hochindividuelle Sichtweise ein und das jetzt zu bestreiten, dass das jetzt was Objektives wäre. Nee, das ist jetzt so, sondern das ist deine Sicht, ist doch okay. Ich kann dir dieses Foto auch noch weiter verteidigen, weil der hat doch ein Smartphone in der Hand, der macht gerade ein Selfie von sich, das ist erklärt damit überhaupt erst. Ja, aber dass ich nicht das auf diesem Wall, also das ist kein Wallflyer gewesen. Ja, das ist kein Wallflyer, genau. Der macht kein Bild von sich selbst, sondern der hängt die Wäsche auf. Also, ich weiß gar nicht, was... genau. Und ich weiß nicht... Sei nochmal zeigen...
Ich weiß nicht, wie viel Unschärfe da auf dem vorderen Objekt ist. Wenn es unscharf ist, ist es okay. Dass ich einen kleinen Exkurs mache in Fotografie und Porträtfotografie lernst du nirgends schneller als auf Wildflyern. Ja, wenn du das siehst. Und ich habe auch sowas hier, Models richtig fotografieren, 1000 Posen, die kannst du alle vergessen, weil die funktionieren nicht. Dann habe ich hier noch ein Buch, Männer fotografieren. Das ist auch sowas, was, wenn du das Foto nur schon anschaust, dann denkst du dir, der macht Werbung für seine Uhr oder so. Aber es ist wirklich so, dass es gibt gewisse Wahrnehmungssachen. Und die KI im Moment übernimmt diese Wahrnehmung ganz speziell. Das heißt, du weißt nicht mehr heute, ist ein Foto im Internet oder auf dem Wildflyer, ist es echt oder ist es generiert geworden? Ist der Hintergrund echt und so weiter? Also, ich meine, bei den Fehlern, die du da aufgezeigt hast, ist es mir eigentlich auch egal, ob es echt ist oder nicht. Genau. Das Foto ist der größte Fehler, den du machen kannst. Nie ausgesehen. Also, das ist aber wir hatten doch gerade den größten Fehler, jetzt wieder einer. Nein, es gibt immer größte Fehler, aber das, wenn du, und das wurde mir verkauft aus St. Gallen, Zürich, Chur, Fotoshooting 15 Jahre. Und wenn du so mit so einem Foto Werbung machst, dann hast du verloren ohne Ende. Es ist. Es kommt doch auf die Zielgruppe an. Ich kann mir vorstellen. Ja, aber was? Ja, aber das ist doch darum. Es gibt doch jetzt keine objektiven Bewertungsmaßstäbe des Fotos, sondern im Zweifel ist es doch auch der Einsatzort, der darüber entscheidet, ob etwas erfolgreich ist oder nicht. Ja, und darum wollte ich euch in 10 Minuten. Wir haben 10 Minuten. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen mehr als 10 Minuten. Das ist ja egal. Einfach merkt euch. Wenn ihr Porträtfotografie erklärt haben wollt, schaut euch die Wildflyer an. Wenn ihr sie richtig anschaut, merkt ihr die Fehler, die drauf sind. Und die sind gewaltig zum Teil. Und zum Teil werden die Fotos vor dem Prospekt gemacht, was aber eigentlich aus meiner Sicht falsch ist, weil du musst zuerst den Prospekt haben und dann die Fotos spezifisch für den Prospekt herstellen. Das ist meine. Also mein Streben ist ja, wenn ich anfange zu arbeiten, eben genau diese mit der Fehlerhaftigkeit zu arbeiten. Natürlich. Also es geht ja nicht darum, es geht für mich ja nicht darum, also nicht mehr darum, im Grunde eine Arbeit zu leisten, die ja über Jahrhunderte wunderbar geleistet worden ist. Also was können Porträts, wie können Porträts also als Fotografie funktionieren und so weiter, das sind ja alles Sachen, die in vielfältig auch in der Kritik standen, nicht? Geht es überhaupt und warum und so weiter, ist ein Porträt überhaupt sinnvoll? Also eigentlich ist Birgit Matter da ja also auch mit ihrer großen Porträtsammlung also hat die vorbildlich kundig. Und was jetzt aber in der jetzigen Situation, das heißt also mit all diesen sagen wir so, Pinterest-Bildern, nicht? Die also zu Tausenden an einem vorbeiflirren, die, wie du genau auch, würde ich dir zustimmen, sagst, das ist das Trainingsmaterial für KIs und entsprechend wird die KI also Porträts imaginieren, nicht? Und das sieht man ja auch, also auch wenn Merzmensch da seine artifiziellen Models kreiert oder kreieren lässt, nicht? Sind es also immer, ist ein ganz bestimmter, perfektionierter Mädchentyp, Frauentyp, Modeltyp. Und das kann ich mir auch nur erklären, dadurch, dass also erstens die Vorbilder entsprechend sind, zweitens die Kunden, die also bei der KI, von der KI sich bedienen lassen, eben auch entsprechendes Wollen. Nicht? Und Hake ich mal kurz ein. Das finde ich bei diesem, also Midjourney und so, da kommt ja eine gewisse Stilistik raus, die man auch, ne, und auch DALL-E, wo man, das finde ich bei Stable Diffusion, was ich ja hier auch benutze, da kann man ja sozusagen seine eigenen Stilistiken dazu trainieren, ne, wo man dann sagt, okay, ich will jetzt einen bestimmten Fotostil haben und eine bestimmte Person auch. Und wenn ich die auch nicht 1:1 kopieren will, aber den Stil oder die Art von Mensch, ne, irgendwie, die kann ich da ja mit dazu trainieren und dann so leicht hinzumischen.
Das ist dann wieder sozusagen bei der Generierung wieder der speziellere Teil. Ne? Viel zu kompliziert. Aber da sagst du ja selber, dass also, wenn man so durch diese ganzen Seiten und durch diese ganzen Ergebnisse von KI-affinen Kreatoren oder so, nicht? Geht, wie sehr die eben in diesem Modus verhaftet bleiben. Ja, die nehmen, also bei Midjourney werden jetzt nicht so viele schlechte Fotografien im Hintergrund reintrainiert sein, bei Midjourney. Okay, aber das ist natürlich, was man fotografiert. Aber man muss ja doch einfach sagen, dass mit diesen Fotografien oder im Fotografischen, sage ich gerne, doch ein bestimmtes Image transportiert wird oder transportiert werden soll. Eben ganz schnell gewählt wird, damit man sich nicht mit mehr befasst und halt schnell sagt, ästhetisch, oh, der sieht ja sympathisch aus und ist toll im Bild gesetzt. Das ist ein Image, das entspricht mir, und so nach ästhetischen Kriterien plötzlich so eine politische Wahl entscheidet. Und eigentlich geht es ja um andere, geht es ja um irgendwie das Wahlprogramm oder wofür diese Person steht und. Genau. Halt, mit dem Image schon ein bisschen verfälscht, denke ich mal, weil bei den vielen Personen, die da auf der Liste stehen, ne, da muss man schon ganz schön sich mit auseinandersetzen und gucken, wozu gehört die einzelne Person, in welche Partei gehört sie, auf welche Liste gehört sie, kann ich die streichen, kann ich die wieder reinsetzen und so. Das ist nämlich mit diesem basisdemokratischen, also das kommt ja nicht so oft, aber es ist manchmal echt nicht so einfach mit diesen ganzen Personen. Und wo verlasse ich da mehr drauf? Verlasse ich mich mehr auf das Wort, also auf das Geschriebene oder auf dieses Foto, oder bin ich der schon mal begegnet live? Ja. Ist denn dein Avatar genauso jetzt eingesetzt, dass man nicht fragen soll, was ist denn da jetzt noch drin? Sodass man also sich beim Wesentlichen aufhält? Eigentlich sollte ich hier sitzen, nach fotografischer Technik. Nicht auf dieser Seite, sondern auf dieser. Ja, also ich würde auch nochmal, also es gibt von Donald Trump Hasselblatt-Aufnahmen, ja? Die ganzen Furchen in Riesenauflösung und so weiter und in den gefärbten Krams. Ja, mach doch noch schärfer. Das ist so die eine Seite, das wird von ihm gar nicht so viel benutzt. Es gibt aber auch so diese Hero-Pose und diese lächelnden Aufnahmen. Ne? Das ist aber so durchgestylter Krams. Aber sein wichtigstes Foto im Moment ist sein Mugshot-Foto, wie er da als jemand, der von der Polizei fotografiert wurde und da so in die Kamera guckt. Und das ist sein wichtiges Wahlkampffoto, wo alle dachten, das ist jetzt das, was ihn fertig macht. Und er dreht das um und sagt, hier seht mal, was sie mit mir machen. Und das ist auf einmal, also es ist komplett kontextabhängig, welche Wirkung ein Foto hat. Das ist eine kulturelle Aneignung von Warhol. Das meine ich. Also ich werte nicht die Arbeit der Fotografen. Ich sage einfach nur, zum Teil werden die Wahlflyer, bevor die Fotos gemacht werden, erstellt. Und das ist das Problem, dass der Fotograf nachher, der professionelle Fotograf, das nicht bekommt als Stelle. Das da ist das beste Beispiel für ein super Foto. Ja, und genau, mich spricht das überhaupt nicht an. Ja, das ist deine Sache. Aber ja, natürlich. Es ist mit einem sauberen Hintergrund gemacht. Es hat eine Bewegung drin, es hat Hintergrund, es ist in die Tiefe gegangen und so weiter. Aber das ist egal, das ist ein Werbehack. Genau. Jetzt schauen wir den nochmal an. Das ist mein Lieblingsding. Er schaut auf die falsche Seite. Alter, das sagst du jetzt zum sechsten Mal. Aber das wirkt jetzt so, Reto, als würdest du von dem gesponsert werden. Das dürfen wir jetzt hier nicht. Also, Nein. Ich bin gesponsert. Wenn ich so ein Foto auf dem Wahlplakat hätte, würde ich das, kannst du es gleich beiseite packen. Weil das viel zu distanziert. Aber es ist ja fotografisch vielleicht hochwertig. Ja. Es ist sehr hochwertig, aber das kannst du nicht überall verpacken. Genau das meine ich. Okay, ich habe genug zu diskutieren. Ich habe meinen kleinen Exkurs gestellt. Ich war wieder mal bei Kunsttalk dabei. Ich habe gesehen, es sind sehr viele mehr Leute dabei. Ich kann mir noch Fragen stellen oder so.
Ja, das ist das genau. Schöne Format. Hör doch mal einfach eine Zeit lang zu. Ich wollte noch was erwähnen. Ja. In Deutschland gab es eine Kampagne bei der letzten Bundestagswahl, wo Christian Lindner sich zur Wahl wählen wurde. Und er war der Erste, der mit diesen typischen Wahlwerbeplakaten gebrochen hat und hat sehr ästhetische Schwarz-Weiß-Bilder von sich. Ja, genau, da habe ich auch ein Beispiel. Und er ist dafür belächelt worden. Er ist dafür sozusagen, als Inszenierung eines Politikers ist es sozusagen nach hinten losgegangen, weil viele verstanden haben, dass er sich selbst ästhetisch sozusagen in Szene setzen möchte, als Schönling, als Bildungsbürger. Und das ist total nach hinten losgegangen. Er hat nur Kritik bekommen. Also, ja, aber von wem kriegt er Kritik? Jetzt also dass jemand wie Lind sich distanziert sozusagen vom normalen Volk, ist ja auch der liberalen Partei geschuldet. Okay, habt ihr mal kurz Zeit. Wie würdet ihr dieses, wie würdet ihr das, das ist für mich eine absolute Katastrophe. Wer ist die Liste 29, was sind das für Leute? Ja, das ist ja egal, es spielt keine Nee, Fall. Das ist nicht das ist egal. Das ist aber ganz schlimm, dass da so ein M drauf ist, das stört mich jetzt irritiert. Wir haben eben gerade noch festgestellt, dass das Wichtige, am wichtigsten ist der Kontext. Dann zeigst du ein Foto und sagst, ist denn das Foto jetzt scheiße? Nein, es geht darum, dass man, du kannst Porträts fotografieren, kannst du am besten lernen, wenn du Wahlflyer studierst. Das ist jetzt das, Alter, das ist zum siebten Mal. Hey Meister, das habe ich jetzt durch. Ich will das nicht lernen. Ja, das musst du auch nicht. Es ist mein genau, Beispiel. Aber warum belanderst du mich jetzt damit? Oh Gott, ich belaste niemanden. Komm jetzt. Ja, zum wiederholten Mal. Das absolute Schlimmste, was es gibt auf dieser Welt für Also eigentlich würde ich gerne dem Gedankengang von Nadine erstmal weiter folgen. Ja, sehr gerne, Nadine. Wo ist sie denn? Ja, der Linda, ja klar. Also ich hatte die Fotos, habe mir jetzt keins aufgerufen mit Absicht, um mich nicht abzulenken. Aber dem Lindner gestehe ich schon erstmal, die FDP ist halt so eine liberale Partei, die halt auf eine kleine Klientel, die natürlich eine gewisse Distanz, die verträgt das, glaube ich. Aber wenn so ein SPD-Mensch und so weiter dahergeht und was Ähnliches macht, ist dann nicht mehr so gut. Also Er wurde auch belächelt. Er wurde ja nicht sozusagen, es ist überhaupt nicht in den politischen Kreisen sozusagen akzeptiert worden, dass man sich so auf diese Weise inszeniert, also dass man sich schön inszeniert, dass man die Fotos schön inszeniert. Aber in welchen politischen Kreisen? Bei seinen politischen Gegnern wird das, ist egal, was er macht, wird immer kritisiert werden. Bei meinem Vortrag. Ich finde auch, dass diese Art, sagen wir so, Anspruch zu demonstrieren, nicht, da ästhetischen, gleichzeitig eben distanziert das, weil wer erfüllt solche Ansprüche? Und das sind Leute, die sich meinetwegen entsprechende Fotos an die Wand hängen können, entsprechend sich einen Raum einrichten. Und wenn so etwas jemand macht, der im Prinzip arbeiternah sein möchte, gewerkschaftsnah sein möchte, von dort also, für den ist das so eine Art Todsünde. Es sei denn, es gibt ja wunderbare Fotografen aus der Arbeitswelt, die Hervorragendes geleistet haben, aus der Arbeitswelt heraus, in der Arbeitswelt als zu fotografieren. In die Richtung könnte man schon gehen, aber auch da ist so der Geruch, dafür müsste man in eine Galerie gehen oder im Museum auftauchen, ist natürlich schwierig. Ne? Jetzt ist die SPD, würde so eine Zerrissenheit in der SPD vielleicht zeigen, nicht, wo die also den bürgerlichen, den Rechtsanwaltanteil unter den Mitgliedern würde das vielleicht also interessieren, aber eben ein Großteil der Wähler wahrscheinlich oder möglicherweise, wahrscheinlich nicht möglicherweise abschrecken. Nicht? Bei den Grünen wäre eine Frage. Nicht? Also könnten die Grünen das sozusagen sich reinholen? Könnten die da klauen bei der Ästhetik? Das wäre so eine Frage. Und die Linken, könnten die da klauen?
Also wir versuchen Fotos zu vermeiden, weil sie mehr auf Inhalte setzen und dann werden halt Sprüche in Szene gesetzt und nicht Personen, weil sie auch diesen Personen. Ja, genau. Bei meinem Vortrag geht es nicht um politische Sachen. Ja. Es geht nur darum, aufzuzeigen, wie die Fotografien manchmal nicht mit dem Wahlprospekt zusammenpassen und dass die Leute, die Fotografen eigentlich gute Arbeit leisten, aber es nicht können, weil sie nicht wissen, wie, dass das nachher umgesetzt wird. Es ist nur das. Vielleicht liegt das automatisch. Ja, diskutieren, aber nicht. Ich habe einfach meinen Reto, der Vortrag ist, Nadine antwortet gerade. Du hast 10 Minuten Vortrag gehabt. Oh Gott, ich habe 15 Minuten gemacht, ich Arschloch. Nein, du hast wahrscheinlich schon 30 Minuten. Ja, genau. Ja, das sind... Nein, aber ich wollte euch einfach zeigen, dass man anhand von Wahlprospekten Fotografie unbedingt auch anschauen muss. Also wenn du das lernen willst als Workshop oder ich verstehe es nicht, warum du das jetzt zum 8. Mal wiederholst. Ich habe es beim ersten Mal begriffen, was du da sagst. Ja, das ist ja Dada. Das ist ja Kunst. Das Dada-Kunst. Das ist nicht. Ja. Doch, das ich sage nichts mehr. Ja. Ihr habt es begriffen. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Ist okay. Ja. Ich sage nur eins, lest dieses Buch, dann wisst ihr, von was ich rede. Es ist jetzt, als würde man von einem Autor sozusagen ein Auto beauftragen, er solle eine Zusammenfassung vom Wochenendfestival in der Stadt schreiben. Und er würde auch nicht 22 Stunden damit verbringen, mit seiner besten Sprache sozusagen, seiner schönsten, ästhetischen, poetischsten Sprache dieses Festival zu beschreiben. Er würde ganz pragmatisch gucken, was ist meine Zielgruppe, wer liest die Zeitung, wie kann ich äquivalent zu dem Gehalt, was ich für diesen Auftrag bekomme, diesen Auftrag so gut praktikabel wie möglich verwirklichen. Das ist ja bei den Fotografen nicht anders. Die sollen ja nicht sozusagen ihr Talent in Szene setzen, sondern haben einen pragmatischen Auftrag, für den sie entlohnt werden und den sie durchführen. Und vielleicht von einem Auftrag leben die ja nicht. Die brauchen ja 100 Aufträge oder ich weiß nicht, 50 Aufträge im Monat, um dann über die Runden zu kommen. Also was ist falsch daran? Du beschreibst sozusagen eine Mittelmäßigkeit, ja, also du zeigst die Plakate und zeigst, dass es hier eine Mittelmäßigkeit, die nicht, die vielleicht ästhetisch nicht angemessen ist, aber sie ist realistisch da und man kann sie auch pragmatisch erklären. Ja. Also nehmen wir mal an, das ist selbst gemacht, der Fotograf, also der den Artikel macht, führt seine eigene Kamera bei und wird danach irgendwann schreiben und die Bilder dann so, wie er sie gefunden hat. Da gibt es natürlich auch Leute, die das unheimlich gut können. Also es gibt ja auch Fotografen, die also, oder wer war es, es gibt einen Polizisten, der hat immer Unfallfotos gemacht und die sind jetzt also, wo er abgelebt ist, sind sie also galeriegängig und so, nicht, weil sie eben in einer ganz eigenartigen Weise die Situation und die Zeit auch, in der sie gemacht sind, also so repräsentieren können und anrühren, so, nicht? Das kann ja jemand, der rein funktional unterwegs ist. Also ich muss jetzt ein paar 10 Fotos von dem Festival machen und ein paar Promis mit drauf haben und so. Das kann ja sein, dass der es sehr sehr geschickt kann. Nicht? Dann hätte er also beide Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ja, aber es gibt ja auch. Würde gelten, ne? Dazu gibt es ja dann auch Parameter. Jeder Fotograf weiß genau, worauf es in dieser Sparte ankommt. Und die Werbefotografen haben andere Parameter als die Porträtfotografen oder die Fotografen für Politiker. Also es ist ja ein ganz eigenes Metier. Die wissen genau, die arbeiten auch mit dieser Form der Unfertigkeit oder auch der Form der Imperfektion, das sind ja auch alles Stilmittel, die die Leute einsetzen, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. Ein politisches Plakat soll in erster Linie pragmatisch wirken. Sie sollen keine Menschen, sollen keinen Personenkult inszenieren, trotzdem die Person im Positiven nicht darstellen. Also es sind ganz viele Mittel, die eingesetzt werden, über die der Fotograf weiß, so funktioniert das Bild. Das hat keine ästhetischen Maßstäbe nach dem Maßstab, wie mache ich vielleicht ein schönes Porträt. Sondern es geht um Wirkung, es geht um
Messages, die rüberkommen sollen. Und da haben die einfach einen ganz knallharten Katalog, an dem sie sich da abarbeiten, wie so eine Fotografie auszusehen hat. Und welche Fotografie erfolgreich ist und welche Fotografie nicht erfolgreich ist. Und in dem Zusammenhang gibt es sozusagen eine kulturelle Aneignung der Kunst in solche Zusammenhänge. Da wäre ja das Foto von dem Lindner genau so ein Beispiel für einen Versuch, dass also im Grunde nicht sozusagen die Kunst sich also im Dschungel von allem, was bildhaft und ästhetisch sein kann, im Dschungel, in fremden Völkern, wo auch immer, sich bedient, sondern also umgekehrt, also diese Professionen sich bedienen. Und ich finde, ganz deutlich ist es ja geworden in Plakaten der Modeindustrie, wo also eine bestimmte Ästhetik, eine Heroinästhetik zum Beispiel, übernommen wurde, oder viel früher noch, also Pop-Art, die ja sich einerseits bediente in der Werbewelt und in der Welt der Comics und dann wiederum enteignet wurde und auf einmal massenhaft Litfaßsäulen geprägt hat und so. Also ich finde was ist das für ein seltsamer Vorgang? Und kann man den als Anklage formulieren? Ja, dürfte ich dich einmal unterbrechen, Andreas? Ja, was ich wirklich wunderbar finde, ist, dass wir hier über ein Bild sprechen, was ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen habe, über einen gewissen Herrn Lindner oder wie auch immer. Wir sprechen über ein Bild, was keiner von uns richtig wirklich, also die wenigsten wahrscheinlich richtig wirklich vor Augen haben, was gemeint ist. Das ist so ein bisschen so, wie als würden wir über ein Buch sprechen, was keiner von uns wirklich richtig gelesen hätte. Es ist nicht ein einzelnes Foto, es ist halt eine ganze Bilderserie, die er hat machen lassen. Okay. Und ich kann jetzt auch mal einen Link hier reinstellen in den Chat. Cool! Dann kann da jemand draufklicken, gerne. Wahlplakat bei Horizont. Genau. Also nochmal, wir sind keine gesponserte Wahlveranstaltung, ne? Wollte ich nochmal betonen. Ist auch scheißegal, ob das jemand denkt. Als Beispiel, dass es jemand anders versucht hat. Ah ja, hier ist eine ganze Bilderei. Ich mache mal wirklich das in den Chat jetzt rein. Und dass es eben nicht funktioniert hat, weil für die Werbeplakate eine ganz bestimmte Normierung sozusagen erwartet wird. Und wenn da jemand versucht auszuscheren, funktioniert es nicht. Oder es ist schwer, da auszuscheren. Ja, aber wer hat denn diese Bewertung vorgenommen, dass es nicht funktioniert hat? So, Leute, ich habe nur meinen Beitrag machen wollen für Kunstfrog. War ja gut, wir haben das ja auch anerkannt. Ja, bitte. Weißt du, ich mache keine Wertung über Parteien oder irgendeinen Scheißdreck, das ist mir eigentlich so lange wie breit. Ich habe nur euch erklären wollen, dass anhand von Fotos sehr viel passieren kann. Und jetzt haben wir die KI, die noch bessere Fotos generiert von gewissen Personen. Und irgendwann haben wir die Nase voll von Fotos. Es wird nicht mehr funktionieren. Habt ihr das an alle jetzt schon geguckt? Oder? Ich finde das gar nicht schlecht. Ich bin bei mir auf dem Portal. Wie so ein FDP-Wähler vielleicht oder so. Nein! Eigentlich bin ich ein FDP-Wähler. Ich bin politisch ab. Das erste Mal, dass ihr mir sympathisch rüberkommt. Tun mit diesem verdammten. Also in Talkshows ist es ja grauenvoll. Ja. Oder auf dem Podium. Aber hier? Also das Hemd würde ich mir auch sofort kaufen. Was? Oh Gott. Ja. Also ich wollte euch nur zeigen, dass man anhand von Wildfires Porträts fotografieren lernen könnte. Wenn man wollte. Okay. Also ich habe durchgeguckt, wie gesagt, also die FDP ist eine Nischenpartei. Es wird immer so sein, dass alle das scheiße finden. 90% derjenigen, die FDP ja eben nicht wählen, werden das alle immer scheiße finden, weil zu viel Distanz. Und ich weiß nicht, es kann ja auch sein, dass es, wenn die Kritik sozusagen aus den eigenen Zielgruppen kommt, dann ist es natürlich schiefgegangen. Aber wenn die Kritik nur aus den Gruppen kommt, die Lindner sowieso scheiße finden und die FDP, dann ist es total banal. Die konservativ sind und die normalerweise, aber es wurde halt als wahnsinnige
Selbstinszenierung. Also es ist einfach nach hinten losgegangen. Er wollte ja mehr... Das sagst du so. Was heißt denn das nach hinten losgegangen? Die FDP ist in der Regierung. Ist doch alles... Mit wie viel Prozent? Das ist scheißegal. Die sind eine Nischenpartei. Die Grünen wurden auch nur, wenn man das alles zusammenrechnet, die ganzen Deutschen haben, 90% der Deutschen haben die Grünen nicht gewählt. Die sind in der Regierung. Ich glaube, sie hatten mehr als 10%. Ja, ich habe gerade gesagt, das war die Formulierung, wenn man alle Deutschen nimmt, nicht nur die Wähler. Ja? Also weil du hast, es sind glaube ich 50, 60 Millionen Wähler und davon haben aber nur 70% gewählt. Wenn du das wieder runterbrichst auf die Wahlergebnisse, bist du auf einmal, und das heißt, es ist auch völlig normal, wenn eine Partei wie die Grünen oder die FDP, die können per Definition und Wahlergebnis gar keine Politik für das für die breite Bevölkerung machen. Das wird immer Klientel sein. Ja, wenn man doch den Tariflohn hochsetzt, dann ist das für mich eine Arbeit für eine breite Bevölkerung. Also es gibt schon Sachen, die man für die Bevölkerung tut. Also warum nicht? Ja, aber das Heizungsgesetz war jetzt nicht so glücklich bei den Grünen zum Beispiel. Naja. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden, wenn wir über kulturelle Aneignung reden. Mhm. Also der Versuch, sozusagen mit Kriterien, die eigentlich woanders zünden, das kann jedenfalls auch irgendwie witzig sein. Also ich finde das ganz so. Entschuldigung, ich wähle ab morgen FDP oder so. Wegen der Fotos. Wegen der Fotos. Also da muss jetzt schon was. Jetzt muss schon was von den Linken kommen oder so. Wenn das so ausschlägt, also wenn die jetzt mehr Wähler bekommen, dann müssen wir uns unbedingt an diese Partei wenden, dass wir so eine leichte Spende für diese Veranstaltung bekommen, ne? Weil wir haben ja dazu beigetragen, dass. Gott, wie soll ich das verlinken auf meinem? Man kann auch verschärft fragen, kann kulturelle Aneignung helfen, das Migrantenproblem zu lösen? Oh Gott. Und mal von den Parteien weggehen, sondern also mal gucken, ob man also thematisch inhaltlich nicht oder das Problem Plastik, ne? Ist das lösbar dadurch? Ja? Weil auf mich kommt ja dieses Thema kulturelle Aneignung oft als Vorwurf, nicht? Dass also Entdeckungen, die meinetwegen in den Slums von Chicago gemacht worden sind, plötzlich also hier in Europa musikalisch ausgewertet werden, aber von dem Geld, was damit verdient wird, haben dann andere nichts zu tun, nicht? Also die kriegen das nicht. Das heißt also, dass da so ein Moment Ausbeutung drin ist. Das heißt also, kulturelle Aneignung wird und im Kontext Kolonialismus verhandelt. Und andererseits, die Musiker würden sagen, nein, Musik ist das fließt. Das ist also eine weltumspannende Sprache, in der nichts tabu ist, sich zu vermischen, sich von hier nach dort zu verpflanzen und so weiter. Nicht was heute hier erfunden wird, geht also völlig locker auch in andere Kulturbereiche rein und darf das auch, soll das auch sogar, nicht? Wir sind eine weltumspannende Sprache. Also da ist ja so ein Ding, und in dem Moment, wo ich so einen Funktionszusammenhang reinbringe, thematisch funktional, wird es auf einmal auch, ist da die Grenze? Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, habe ich ein Fädchen gefangen, was mich juckt, so irgendwie im Ohr oder so. Ich weiß gar nicht, ich habe die Kurve zur kulturellen Aneignung nicht gekriegt. Wie kommt die jetzt hier rein? Kulturelle Aneignung, Kunst oder selbstgemacht ist das Thema dieses Treffens. Also ich will da ja nicht drauf beharren, weil wir haben das ja noch nie richtig beachtet, aber steht da bei Filterraum im Fenster. Da denke ich also, da denke ich die ganze Zeit, da habe ich irgendwie so dieses mit der kulturellen Aneignung im
So. Kann sein, also. Ja, Fenster kann ja jeder so selber machen. Weil ich bin, mache jetzt hier meine Bei Frank stand eben die ganze Zeit F. Staudinger drin. Da können wir uns auch drüber unterhalten eine Weile. F. Staudinger. Ja, hallo Frank, ich freue mich, dich zu sehen. So. Ich auch. Ich freue mich sogar sehr, dich zu sehen. Also, Andreas, vielleicht nochmal, weil du mich gerade ansprichst. Ich denke gerade die ganze Zeit so, es gibt ja diese kulturelle Aneignung und dann gibt es ja noch das, keine Ahnung, wie wir das hier sehen, also wie das jemand anderes sieht. Und dann gibt es ja als Unterscheidung dann noch den kulturellen Austausch. Ja, also, und wenn man jetzt sozusagen bei diesem Lindner-Foto, dummerweise haben wir das jetzt angesprochen und deswegen müssen wir da, also da würde ich dann eher denken, das ist schon eine Aneignung. Das ist schon so im Sinne von, ich nehme das jetzt einfach. Ja, so, weil an sozusagen währenddessen bei dem Austausch, daran ist er ja definitiv nicht interessiert, würde ich jetzt mal sagen. Sonst, also ich, keine Ahnung, ob er in seiner Freizeit irgendwie häkelt oder strickt oder sonst irgendwas oder sozusagen was in den Kunstraum zurückgibt, aber im Grunde genommen ist es das so wie so eine Art, Ausbeutung von so einem Kunstgebirge oder so, keine Ahnung, wie man sich das vielleicht besser vorstellt. Aber das ist das, was ich jetzt aus dem rausgehört habe, Andreas, wie du, also wie das für mich nochmal Sinn ergibt, weil du von diesen Slums da gesprochen hast und so weiter. Und genau, wo es ja tatsächlich um die Ausbeutung von irgendwelchen Dingen, wie die woanders erfunden wurden. Also, ja, ohne was zurückzugeben. Genau. Eine Art zu tanzen geht auf einmal um die Welt, ne? Und wird vermarktet und wie viel Gruppen aus dem Milieu haben dann daran mitverdient, nicht? Also solche Geschichten ist, im Sport oder, also es, mir fallen jetzt die Worte nicht ein. Na gut, also wird vielleicht trotzdem, und da hier bei dem Lindner, da kann ich allerdings, denke ich mal, insofern sicher sein, dass dafür gelöhnt wurde, immerhin. Sagen. Also, Habeck zum Beispiel zahlt ja auch viel und da sind jetzt nicht auffällig overstylte Bilder bei. Da sind schon ordentlich, ne? Also der lässt sich da schon in Szene setzen, dass es auch zu seiner Stilistik insgesamt auch passt. Ja, das trifft haargenau das, wie er sich auch aufführt. Das ist ja schon mal schön. Dem nehme ich auch unheimlich viel ab, also von seiner, sag ich mal, Bodenständigkeit, Habeck. Hört mal, bei meinem Vortrag ging es nicht um Politik, es ging um Dreck. Ja, wir sind doch mit dem Vortrag durch und dann hast du ja selber gesagt, jetzt ist Kunst doch und das ist die Kurve, die wir gerade machen. Die Kunst des Darstellens, also wie stellst du dich selber dar? Wie machst du deine Kunst? Die Kunst ist es ja, dass die gewählt werden und die Dinge ja nachher machen werden. Also ich sehe es aus der Perspektive, dass ich bin nur Fotograf. Also ich kann nur sagen, dass die Bilder auf diesen Wallflyern, Entschuldigung, zum Teil absolut doof sind. Das ist alles. Ja. Bitte nicht. Erkannt. Wie gesagt, alles, was jetzt in den letzten 10 Minuten gesagt wurde, ist nicht mehr als in deine Richtung zu sehen. Du musst das wieder als Dada werden, sonst macht das keinen Sinn. Ja, das ist natürlich auch, aber finden wir denn da? Also. Ich bin so viel in der kulturellen Aneignung über so negative, negativ dargestellt, das kulturelle Aneignung, was wäre, was man dem anderen wegnehmen würde. Aber eigentlich sind viele, also es gibt sozusagen kulturelle Lernprozesse, kulturelle Adaption, und die sind auch nicht negativ zu sehen. Also man erinnert sich, als die Büste von, wie hieß sie, der ägyptischen Königin? Nofretete, meinst du? Nofretete. Mit diesem schönen Gesicht und dem schwarzen Lid und den roten. Ja, Nofretete. Das hat in den 1910er Jahren hat das voll die Mode des Schminkens sozusagen beeinflusst und war in den 20er Jahren überall gang und gäbe, dass man schwarzen Lid. Cat Eyes machte, genau. Und sich rote Lippen setzte. Das waren einfach, es sind bestimmte Modeerscheinungen, auch in der Musik. Wir haben ja unglaublich viele kulturelle, vielleicht ist der Begriff Aneignung so negativ, aber so kulturelle Adaptionen. Wir nehmen viele Dinge auf, die uns gefallen und können uns damit identifizieren oder finden das spannend aus bestimmten Kontexten heraus. Also warum soll das falsch sein?
Falsch hat, ist es. Hat jemand gesagt, dass hier in diesem unserem Umkreis kulturelle Aneignung als negativ so stark behaftet ist, wie es in der öffentlichen Diskussion statt? Also bei mir zum Beispiel nicht. Ich halte kulturelle Aneignung für eine Notwendigkeit, für einen großen Vorteil, weil wir es ja auch ständig praktizieren. Wir werden doch immer noch urdeutsche Supernazis im Zweifel, die hier Sauerkraut fressen den ganzen Tag und Bratwurst, ja, und Nietzsche vor sich her plappern und Wagner-Opern hören, wenn wir uns nicht kulturell was anderes angeeignet hätten. Es kommt auch, dass Peter Weiß in der Ästhetik des Widerstands diese Aneignung für ein Nonplusultra der Emanzipation ansieht. Das heißt also, wenn die Herrschenden jetzt in dem Fall also diesen Altar aufrichten im Pergamon und dort darstellen, wie sozusagen eine Herrscherklasse, die das Volk niederwirft, das Volk in Form der Titanen und dann und erobert ein Gebiet und die abschlachtet, nicht? Also die Titanen ist dann die Urbevölkerung und die olympischen Götter sind dann sozusagen wie Einwanderer, die also diese Unterwerfung machen, dann also als Altar, der umschritten wird, nicht? Und da finden sich also im Pergamon Museum eine Gruppe von jungen Arbeitern, die dann irgendwann auf unterschiedliche Weise im Widerstand sich wiederfinden werden, und die diskutieren dieses Bild. Und da kommt eben der eine, er erzählt eben oder vertritt, dass also nicht, dass man dem begegnet oder dass die Intentionen, die da drin gespeichert sind, von übel sind, sondern dass man sie sich nicht von dem jeweiligen eigenen Stand aus aneignet. Das heißt also, sie durchschaut und sie für sich selber nutzbar macht aus seiner eigenen Situation heraus. Da ist gerade dieses Aneignen über die Grenzen, also jetzt also in dem Fall Herrschaftsgrenzen, ist eben geradezu erforderlich, um sozusagen die Kultur oder das falsche Bewusstsein, das also einem lanciert wird, zu durchbrechen. Nicht? Das finde ich also ist schon eine Hauptader von das, dass ich also eben auch kulturelle Aneignung natürlich am besten als kulturellen Austausch wichtig finde. Nicht? Also global auch. Ne? Die positive Bewertung einer kulturellen Aneignung setzt ja auch so ein Bild voraus, dass Kultur statisch wäre und dass es nicht zuordnenbar wäre, was gehört zu wem. Oder sozusagen, dass die Zuschreibung so fest ist und auch sich nicht verändern darf. Aber das ist ja nicht das Wesen von Kultur und das Wesen von, keine Ahnung, von Kunst. Auszustrahlen, zu inspirieren, auf andere Eindruck zu machen. Ja, und wenn man, wichtig ist, eventuell auch umzudrehen. Das heißt also, wir gucken ja von Europa aus und sind entsprechend präfiguriert oder so. Aber es gibt ja auch, dass wir angeguckt werden von den anderen. Und wenn jetzt hier jemand durch die Museen geht und kommt also aus Afrika und sieht dort also Figuren, die also dem afrikanischen Kontinent zuzuschreiben sind, in Vitrinen oder sie ist konfrontiert mit der Skyscraper, der Wolkenkratzer-Ästhetik von unseren Großstädten, die sich dann also dort im Lande also auch wiederfinden, meinetwegen in Lagos oder so. Und wenn diese Gegenseitigkeit, dieses Hin und Her der Blicke, finde ich also, das ist so ein Feld, in dem ich mich bisher nicht groß aufgehalten habe. Nicht? Also, obwohl ich mich also natürlich auch ständig mit den Problematiken auseinandergesetzt habe, finde ich, das ist was Neues, dass ich also nochmal anders drüber nachdenke, was macht die Szenerie, die Performance, die wir bieten, mit den Menschen global? Und da finde ich, das ist schon auch ein Ansatz. Also ich habe ein Produkt, das heißt Pixelfusion. Ich nehme also Bilder und lege andere Bilder darüber, die von mir sind oder auch nicht. Und am Schluss habe ich etwas Neues. Und dann stelle ich es wieder zurück und nenne die Quellen. Gehört was zum Beispiel? Was zum Beispiel?
Kannst du was zeigen? Ja, ich weiß nicht, wie man das macht. Also, okay. Sag nach, was ich suchen soll bei Google, dann gucke ich mal. Nein, ihr müsst das auf meinem Insta-Account. Also heißt du da Kim to Paul? Ja, mach das mal. Dann mache ich die URL hier wieder rein. Ist die Galatea. Das ist die Galatea und die Galatea. Da Deep Brain steht hinterher noch dran. Genau. Okay, dann bin ich erstmal in der richtigen Richtung. Alles klar. Ich mache mal den Link auf den Instagram-Account in den Chat. Mach und das, der Marc klickt drauf. Bitteschön. Da sind auch die, also ja. Also ein bisschen, vielleicht kannst du mal an einem, du hast das Neueste ist für mich, oh Gott, oh Gott. Ja, Holz der Geier heißt es, glaube ich. Pixelfusion, genau. Damit wir ins Bild geraten. Was ist da passiert? Also ich habe einfach einen Holzscheit gefunden. Also gefunden bin ich im Moment in Piemont seit 4 Wochen in meinem Haus und da heize ich mit Holz. Und dieses Holzscheit hat ein bisschen wie ein Krokodil oder Hund oder eine Gasmaske ausgeschaut. Ich habe es fotografiert. Ah, jetzt. Und, ich muss ein bisschen und dann habe ich, wenn man sieht, man kann die Entwicklung sehr gut sehen dort, weil ich habe so 10 Schritte, wenn man draufklickt. Das ist nicht nur dieses Scheit drauf. Ja. Ich glaube, das. Nee, da komme ich nicht. Kommst du nicht rein? Ja, ich bin jetzt, ich komme in die Serie nicht rein. Also wenn ich jetzt vermute, dass es eine Serie ist, sehe ich halt vor dem Holzscheit nur diese Variante, die vielleicht die Finale ist mit dem vielen Überdeckung. Die Finale oder die wo es hinzieht. Aber ich mache viel mit, ich habe eigentlich wie zwei Apps, mit denen ich arbeite. Das eine ist ein bisschen wie. Also der Trick ist, es gibt einmal einen rechts, Linksfall außerhalb des aufgegangenen Fensters, aber es gibt auch einen, der direkt über diesen. Ach, Holzscheit liegt. Ja, jetzt. Da und kann man. Okay, zweites Bild sieht für mich auf den ersten Blick aus, als wenn es tausende Porträts sein könnten. Ja, das ist einfach dasselbe Bild, ganz klein. Okay. Ganz oft, ne? Genau. Aber ja, ganz auch oft. Irgendwie, aber so variierend. Variierend. Und dann so im Rösselsprung vom Schachspiel, also immer. Sozusagen. Ah ja, immer Verdoppelung. Genau, jetzt muss ich mich auch wieder finden, da kann ich mitreden. Ja. Ah, jetzt habe ich es. Okay. Das finde ich immer sehr gut, also wenn man seine eigene. Bin jetzt, glaube ich. Ja. Also jetzt Farbbild. Eigentlich ist das die 1. Bei Filterraum könnten wir hingucken. Aber ich kann. Pass auf, wir machen es mal einmal. Immer mehr. Wir machen es mal einmal ordentlich. Ich mache mal meinen Bildschirm clean hier. Und dann mache ich mal Bildschirmsharing an. Ich weiß aber nicht genau, wie ich hier gelandet bin, aber es gefällt mir noch. Muss so ein bisschen. Ja, das ist ja, macht ja immer ein bisschen was, wenn das hier praktisch wird. So, wo bin ich jetzt hier? Bildschirm 2 ist der, Bildschirm 1. Freigeben. So, jetzt seht ihr vor allen Dingen das. Da muss ich mal ein bisschen was ausmachen. Oh. Genau, so, ne? Seht ihr genug? IFA oder sowas. Das ist Initialbild, ne? Also Nummer, hier in dem Fall jetzt Nummer 10 und jetzt ist die Evolution, sag ich mal. Ja, ich mache zum Teil X-Bild, das war jetzt eine sehr schnelle Sache, dieses Bild, habe ich mich ein bisschen gelangweilt. So, und jetzt kommt hier eine Variante, wo schon mal so ein Pattern drüber ist. Genau. Du hast ja Op-Art irgendwie oder Augentäuschung. Ja, hier noch ein bisschen. Weiß nicht, ich nenne es eben Pixelfusion, weil ich eine Pixel fusioniere. Ja. So, das nochmal eine andere Frage. Pixelfunktion so, ist ein schöner Begriff. Pixelfusion. Das ist, finde ich, sehr schön. Ja. So, jetzt kommen die Bilder wieder zusammengeführt und in die, daher kommt auch dieses, weil vorher, wenn es einfach eine reine Wiederholung gewesen wäre, dann wäre es für mich gar nicht so, hä? Denn dafür war es unregelmäßig und immer wieder verdoppelt, ne? Genau. Und da ist erstmal so und jetzt
alles zusammen, richtig? Ja. So dass die kleinen Bilder das Raster des Großen. Das ist so wie. Sie aber ihn als Interferenz. Genau. Übrigens, der Art Mainz sagt hier auf YouTube im Chat, Andreas ist ein Oberlehrer. Ich? Ja, endlich. Endlich versteht das mal jemand. Nein, wieso? Ja, tut mir leid. Der Wesenskern ist getroffen. Okay. Ich muss mich leider verabschieden. Also ich zeige euch noch. Ja, ciao Retro. Wir haben das verstanden. Wir werden deine Botschaft in die Welt tragen. Machen wir. Ich mache mal eins. Ah, guck mal, hier ist so ein bisschen dieser. Hier ist nicht die Evolution. Hier ist das Ergebnis quasi. Genau, die Evolution habe ich selten noch dabei. Meistens ja. nur das Ergebnis. Ich hatte hier letztens, weil ich gerade bei mir gleich so, guck mal hier, so ein bisschen Escher-mäßige Geschichten hier. Aber das nur, weil ich mache für diese Bildgenerierungsgeschichten trainiere ich auch eigene Sachen. Und da hatte ich jetzt von Escher ein paar Pattern genommen und die trainiert. Deswegen ist mir das jetzt so doll im Auge alles noch. Vasarely könnte einem auch einfallen. Was? Also Vasarely könnte einem auch einfallen, zum Beispiel. Theoriefrei, aber ich höre gerne. So, und hier ist jetzt aber mal quasi. Ja, da gibt es gar nicht. Ich habe sehr viele Frauenkörper und Körperteile, Silhouetten. Und dieses Pattern hier, jetzt auf diesem Bild, das war bei dem Scheitern, nein, beim Scheitern nicht, aber beim anderen, was wir gezeichnet haben, auch drauf. Also das gefällt mir im Moment. Und hier ist sozusagen, ich sag mal, wenn ich Pixelfusion mache, ist quasi in diesen Pixeln, die dieses ganze Bild, ja innen drin auch noch ganz viel Material drin. Genau. Wenn man ranzoomen und wird das dann entdecken oder ist das dann einfach nur als, was heißt nur, ist das dann als... Es kommt darauf an, wie viel Mal ich das übereinander gelegt habe, glaube ich. Aber ich kann es nicht genau sagen, aber ich vermute, dass es so ist. Und es gibt Bilder, da kann man noch was sehen, wenn man reinzoomt. Und das ist, da gibt es noch mein Ferienhaus, das ist ganz unser Pixel. Genau. Ja, ich kann mal hier so mal gucken, wie er hier reagiert. Da sitze ich im Moment. Das ist aber ordentlich. Ja. Hübsch. Bitte den Link schicken, dass ich das einbauen kann auf meinem Blog und so. Es ist im Chat. Ist unten irgendwo ist ein Knopf. Du benutzt es jetzt über einen PC, ne? Aha. Unten ist irgendwo ein Knopf, der heißt Chat. Wenn du da drauf drückst, geht nochmal so eine extra Spalte auf in dem Programm. Also, ihr redet jetzt nicht mit mir, oder? Doch. Schon. Doch, Chat. Also unten Chat ist irgendwo. Draufklicken. Ich hab den Chat schon mal gebraucht. Ah, da ist der jetzt, genau. Ja, und unten ist der Link wahrscheinlich. Also das letzte wahrscheinlich auch. Der letzte Eintrag. Also Chemtopol ist für mich. Das mit dem Strom finde ich witzig. Sozusagen Naturverpixelung. Es gibt immer auch nicht unten. Im Vergleich. Jetzt nur Draperie. Kennt wer das da? Das bin ich, bei meinem Rasieren. Also ich erkenne mich da nicht drin wieder. Ja, das ist besser. Als ich vor 400 Jahren nicht mich rasiert habe. Aha, ja, jetzt verstehe ich. Oh, Tribol! Den kenne ich persönlich, ja. Der Tribol hat im Fall sehr gut. Ach, hier ist es auch jetzt. Ich denke, was bewegt sich hier? Wer hat jetzt den Bildschirm übernommen? Ihr seht ja auch, dass es ein Video ist. Oder eine Bildfolge, keine Ahnung. Ich mache gar nichts. Also ich staune nur. Da gibt es jetzt den Vollmond mit einem Frauenhinterteil. Das ist aber ganz schön. Das ist aber gewagt, mein Lieber. Ja, das ist manchmal gewagt. Ah, nein, das ist gar nicht so gewagt, weil hier sind ja nun zwei Frauen anwesend und wir würden dann einschreiten, wenn das zu gewagt wäre. Ja, da bin ich froh. Oder zu wenig gewagt. Nadine, ne? Wir machen jetzt hier die, ne? Ich bin keine Frauenpolizei.
Genau. Ihr müsst aber auch, wenn zu wenig gewagt, was sagen. Ja. Für mich, ich kenne Paul eine Institution. Er macht irgendwie Sachen, die andere nicht machen können. Ich finde das, so faszinierend, weil auch immer wieder Erdbeeren auftauchen. Genau, Erdbeeren, aber Erdbeeren. Und das ist ein ganz wichtiges Symbol und Bildmotiv. Und Erdbeeren. Machen wir das. Das Alt-Erdbeeren. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an fraktale Grafik. Ja, ja. Ne? Also ja. Das Erdbeeren machen, dass ich nie mehr vergesse. Aber Erdbeeren ist halt im Moment nicht gerade Saison. Also, ja. Ich kann nicht mehr sagen, also ich würde es rausfinden, wie ich das gemacht habe, weil ich behalte meist. Also ich habe so viele Bilder auch gespeichert, um den ganzen Weg jeweils nicht zu verlieren. Aber das publiziere ich nicht immer alle Wege. Also es wird zu kompliziert. Und ich gucke mal noch ein bisschen, scroll einfach mal ein bisschen weiter, du hakst ein, ne, wenn du willst. Ja. Da ist zum Beispiel das mit dem mit dem roten Kreis hier. Das ist ein Schirmständer, den ich gekauft habe und das hat mir sehr gefallen. Ist mir wo, welches? Das ist wieder oben, also du musst ein bisschen nach unten scrollen. Aber nicht weit. Nein, nach oben scrollen. Entschuldigung. Jetzt kommt es dann gleich. Nein, noch. Jetzt bist du wieder in die falsche Richtung. Wo ist dann oben und unten? Ich weiß auch nicht. Da jetzt siehst du dieses schwarz-rote. Ja, also das. Ja. Ja. Sieht aus wie eine Wählscheibe. Was? Sieht aus wie so eine Wählscheibe von so einem Wählscheibentelefon, oder? Genau, aber ein sechsstelliges Zahlensystem. Der ist ja egal. Vor allem in der Mitte. Ja, also jetzt so vom ersten Anblick an dachte ich, Wählscheibe. Und wie soll ich sagen? Mit der Frau zusammen. Ich kann das Original holen und steht oben. Aber es ist so wie ein großer Kegel. Das ist ungefähr 50 cm hoch und so leicht konkav abgerundet. Und das ist eigentlich ein Schirmständer. Das Bild, diese Löcher, die sind unten wieder reinkopiert. Ja. Also unten sieht es nicht so aus im Normalfall. Es ist halt jetzt sehr flach geworden durch diese. Ja, das kann ich vergrößern, geht hier gar nicht. So jedenfalls nicht. Schirmständer. Ja, und ich spiele halt einfach, bis mir es irgendwie gefällt und ich mich getraue, das hochzustellen. Aber ich finde das mit der Wählscheibe eigentlich auch nicht schlecht, weil das ja immer diese Rufnummern gibt. Genau. Der späten Fernsehreklame, der sehr späten Fernsehreklame. Genau. Auf bestimmten Sendern. Auf das bin ich nicht gekommen. Nicht, dass ich da je gewesen wäre. Nein, das ist mir klar. Ich bin jetzt über 2000 Beiträge. Ein sehr langes Scrollen. Das Instagram ist wichtiger mittlerweile als Facebook. Ah, guck mal, wir sind hier jetzt ein bisschen, aber auch bei. Ja, genau. Kompost ist jetzt übertrieben, aber es ist schon. Ja, ich finde, das muss als Kompostbild abgespeichert werden. Ja. Das ist verboten. Das ist mein Nachtfolter. Außen ist Filterraum da, der Richter. Was ja, was nein. Das ist Trademark. Das ist geschützt. Aber ich finde diese dünne Plastikhaut ganz. Das ist schön reingepackt, genau. Ja. Und das ist wirklich bemerkenswert. Also ich finde das ganz toll. Ich glaube mir das jetzt mal. Ja, ich habe gerne mit mir beim. Ja, nee, die Sachen werden ja jetzt hier auf YouTube bei unserem Kanal gespeichert. Ja. Da haben wir das schon geklaut dann, ne? Das kannst du mal kannst uns verklagen, günstige Gelegenheit. Nein. Wir sagen da, das Thema ist dementsprechend. Ja, genau. Aneignung. Ja. Aneignung, ja. Auch noch kulturelle. Also manche Sachen können ja froh sein, dass sie kulturell angeeignet werden, nicht einfach. Aber hier, komm, eindeutig. Ja. Ja, das ist schön, das ist eben ein Projekt mit dieser Melone. Also da kenne ich also eine Story aus dem Museum in Münster. Da gab es eine Riesenplastik von, ich glaube,
Wie ist der, der diese Bilder an die Wand mit aus Essen und an die Wand hängt? Also das war eine große Plastik in einer Vitrine aus Schokolade. Mhm. Da waren also ganz viele Schokoladenstücke übereinander gestapelt und so. Ne? Und Moment, dann raste dann der Hausmeister mhm. hoch zum Chef und sagte, kommen Sie, das ist ja ganz grauenvoll, ganz schrecklich. Und dann war diese ganze Plastik von Käfern durchtunnelt und überall lagen mhm. diese toten Käfer und so, nicht? Und dann haben sie ganz schnell den Künstler angerufen, der hat dann Nachfall gekriegt. So sei es. Das finde ich gut. Das ist von, also die Birne ist nicht von mir, aber die Skulptur ist aus Holz geschnitzt von mir. Wunderbar. Und das ist aus Savonnière mit Mais. Das Savonnière ist ein Sedimentsgestein, das sehr weich ist. Mhm. Wie dieses Spiel mit der Funktionslosigkeit von Kunst finde ich klasse. Danke. Bitte. Bei mir piepst das Telefon unentwegt. Das sind Bestellungen. Genau. Wir sind ja eigentlich der berühmteste Podcast, zwar nicht nach Namen, oder der berühmteste Kunsttalk der Welt. Genau, wir sind auch der einzige Podcast wirklich mit Bild und mit Bildern. Ja, das ist schön. Das gibt also nach viel. Uns gehen viele durch die Decke. Ja, ich melde so, mich dann. Einige so, also heute ja nur einer so und einer so. Ja. Also ich bin eigentlich so, ich mache das einfach, es stimmt nicht, dass ich es für mich mache, aber ich mache es vor allem für mich. Also, ja, das ist erstmal ein guter Ausgangspunkt. Wenn der andere es dann auch noch gut findet, ist das schön. Ne? Genau. Ja, wenn man was schön macht, das ist für sich, das kenne ich doch, das Argument irgendwo. Ja, ist nur für mich, ich ziehe mich nicht für jemand anders hin. Okay. Das ist auch schön, das waren mal Schuhe da, das ist wie ein Traumfänger ausschaut, aber rechts das Schwarze. Das, ja. Ah, das, ja. Ich glaube, das ist ein Schuh, wenn ich mich. Also endlich mal eine. Ja. Das stimmt. Also jetzt, wo man es deutlicher sieht, zerfällt das Moment, dass es dann Gott sei Dank endlich ein Traumfänger ist. Genau. Und diese, okay. Das ist jetzt aber auch wiederum aus, ja, sag ich mal, Pixeln zusammengesetzt, sowieso, aber hier, diese Pixel sehen auch wieder aus, als wenn die auch erarbeitet sind. Richtig? Meistens mache ich eben, ich nenne mal die beiden Apps, mit denen ich arbeite, ich kann sie nie auswendig. Doch eines heißt Afterlight Photo. Das ist eine Mini-Form von Photoshop, ähnlichen Sachen. Und dann mit dem Layout kann ich diese Raster machen. Das kann ich immer teilen, halbieren oder noch andere längs und quer. Und dann mache ich manchmal diese Teilungen und dann kann ich damit Hintergründe generieren oder so Raster generieren, die ich dann wieder darüber lege. Okay, das ist jetzt das Afterlight, das macht aber eher so Farben und Zeug, ne? Ja, genau. Und also das kann man relativ viel machen. Ich nutze vielleicht 10% der Leistungen aus. Hm. Weil ich bastle gerne. Ich mache lieber 20 Überlagerungen, als dann an Rumschrauben. Schrauben. Ja. Rumschrauben. Und das andere heißt Layout. Layout, sagt. Auch von Apple oder Apple Apps. Ja, iPad mache ich mal. Das gibt es ja auch durch. Ich glaube, es ist Layout, Grafik App Store, Download bei iTunes. Vom Instagram? Hm. Ah, gut. Ich muss. Das ist von Instagram, glaube ich, könnte es sein sogar. Ja, Layout. Ich mach mal, ich probiere es mal, da hinzuspringen. Layout vom Instagram. Gratis, genau. Foto, Video. Das ist ein ganz lustiges. Man auch Videos machen. Einzige Layouts, die mischen eigener Fotos. Alles klar. Und das mischt dir dann die Fotos wieder zu so einer großen Matrix zusammen? Genau, da kann ich eben die Matrix machen damit. Und da arbeite ich meistens im Quadrat. Mache ich Quadrat. Ah ja, also. Deshalb sind die meisten Endprodukte auch quadratisch, nicht alle, aber die meisten. Mhm.
Check, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. U2, 1, 2. Ja gut, eins können wir uns ja noch gönnen. Aber hier auch noch mal, um das noch mal zu gucken. Weil ich muss mal hier gucken, ob ich mal eins hier versuchen, weil ich will es doch mal einmal ein bisschen größer haben hier. Wie komme ich hier jetzt ran, das Bild? Das weiß ich nicht. Hier jetzt drin, ne? Weil ich kann rechte Maustaste, der denkt, der kommt nicht ran, aber es wird hier irgendwo drin stecken, das Ding. Also hier ist ganz spannend, diese Dehnungsfähigkeit dieser Textilmaschen und die Nichtdehnungsfähigkeit der Pixel. Eine harte Source, Foto, rechte Maustaste, Open. Da ist es. Jetzt ist es mal groß. Und ich mache jetzt mal einfach, auch wenn es jetzt weiter aufpixelt, sieht man aber, also erstmal nochmal so, ne? Und hier war es mir halt aufgefallen. Und das ist ja sozusagen auch deine Vorarbeit, die du hier leistest. Genau. Aber zum Teil gehe ich nicht mehr auf die Hintergründe zurück, weil die liegen natürlich 5.000, 10.000 Bilder nach hinten. Und dann, nur wenn ich mich ganz klar daran erinnere, dass das noch gut wäre, jetzt, dann mache ich mir manchmal die Mühe. Aber dann lande ich meistens vorher irgendwie auf einem Zwischenprodukt oder auf einem anderen Produkt. Und da habe ich jetzt, wenn ich mich da richtig erinnere, ist dieses Hüftverhältnis, das hat sich verstärkt durch diese Halbierung mit dem Layout. Da habe ich zwei Hälften, da habe ich es zusammengeschoben. Man kann es dann auch schieben. Ja. Wie entscheidest du, wo ist deine Aufmerksamkeit? Die Farbe, Strukturen oder was ist das, wo du sagst, so lang und dann Stopp oder so? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, bis es mir gefällt, manchmal gefällt es mir am Abend und am Morgen nicht mehr. Keine Ahnung. Also ich habe so ein ästhetisches Gefühl, oder was mir gefällt. Und ich habe sehr gerne Farben, aber ich habe auch gerne Schwarz-Weiß. Wobei Schwarz-Weiß mache ich meistens hier nicht. Die habe ich dann meistens im Archiv, die schwarz-weißen Sachen. Ich habe aus technischer Sicht immer, ich komme doll aus der technischen Sicht eher, wäre es natürlich schon, wo ich sage, das wäre cool, wenn hier jetzt noch mehr zu erkennen wäre. Und das, also bei Instagram wird es eine Begrenzung geben. Warte, ich mache schnell fertig. Es gibt eine Webseite, die heißt Gigapixel. Da kann man auch kostenlos. Sicher? Gigantische Fotos hochladen. Ja. Also richtig bis 100 Gigapixel, wenn man will. Okay. Und ich weiß aber nicht, wenn du das jetzt auf dem iPad erzeugst, wird das wahrscheinlich speichertechnisch irgendwann eine Grenze haben. Aber wenn du was hättest, wo sozusagen, wenn man so ranzoomt, immer noch, ne? Ja, das wäre kleine super, auf, ja. Dann hast du halt die verschiedenen Ebenen, auf denen man das betrachten kann. Und dann wäre das auf einer anderen Webseite oder auf so einem Portal wie Gigapixel, da ist auch eine Funktion drin, da klickt man doppelt drauf irgendwie und dann kann man reinzoomen. Kann das mal machen? Okay. Ja, okay. .de ist Quatsch.com wahrscheinlich. Ich mache mal ganz. Aber ich meine, was bewirkt diese Reduzierung auf die Oberfläche? Wo also, das ist so ein bisschen Pentiment. Das heißt also, es schimmert so durch, dass das noch was war oder man vielleicht was erschließen könnte, aber man bleibt doch der Oberfläche verhaftet als dem gegenwärtigen, Endzustand ist ja falsch. Als der Gegenwart des Bildes, sagen wir so tatsächlich. Nee, hier ist das nicht. Wann spricht der denn? Seht ihr das, was hier passiert? Seht ihr das, was hier passiert? Ja, Gigapixels. Ja, also das sind halt Fotos, die sind wieder zusammengesetzt aus ganz vielen Fotos. Und das ist sozusagen die rangezoomte Sicht jetzt von diesem Big Ben. Und ich kann auch sagen, okay, ich gehe mal hier an den... Aus welchen Fotos ist es zusammengesetzt? Also das machen die mit... Du nimmst eine hochauflösende Kamera und zoomst aber ran und machst ganz viele Fotos. Systematisch. Und dann... Und so, dass man also, wenn man ganz nah rangeht, sieht, dass das W aus lauter blauen anderen Fotos... zusammengesetzt. Ja, so wäre es dann halt für die anderen Bilder. Ne? Weil, also ich habe hier auch irgendein Foto oben, aber eher so fraktale Grafiken, die ich über Nächte oder, ja, ich sag mal, zwei Nächte
riesig gerechnet habe. Mhm. Also nach damaliger Rechnerkapazität, das ist alles viele Jahre her. Und die sind dann 16.000 mal 16.000 Pixel. Und das kriegst du ja, das sind ja auch als JPEG, das ist ja alles schwer zu handeln, das ganze Zeug, ne? Das kriegst du ja kaum noch als JPEG gespeichert, weil das Komprimieren dauert so ewig. Und dann kann man das aber hier so hochladen, aber hier scheinen so die Inhaber schon längst gewechselt zu haben. Weil das ist jetzt hier eher so Verkaufszeugs und so weiter. Weil ich wollte gerade mal gucken, ob ich mich noch einloggen kann. Ja. Aber die scheinen die hier jetzt nur noch zu verkaufen. Aber so ist das. Und dann wäre es halt so, naja, wenn du das noch reproduzieren kannst, im Sinne von, du hast ja eine Projektdatei vielleicht, oder dadurch, dass du mehrere Apps verwendest, weiß ich nicht. Ja, genau. Aber ich wenn du dann halt hier manchmal freue ich mich einfach daran, zu wissen, was das wäre. Ja, das, ja, genau. Kann sich mehr, also es ist natürlich richtig, es können sich eher Mythen drum bilden, als wenn man das gleich erkennt. Ja, ja. Insofern das Thema, also oder der Punkt selbst gemacht, ist dann ja auch nochmal spannend, weil also sobald sich Mythen bilden, ne, ist ja der Betrachter oder die Gegenwart, die guckt, sozusagen als eigene Mythenmaschinerie in Gang, nicht? Und wenn man dann in die Tiefe geht und dann tatsächlich immer mehr Bilder entdecken kann, nicht, dann ist die Technik, also die technische Seite als Produktionsmaschine auffindbar. Also ich finde die das Gedankenspiel dahinter ist schon toll. Ja, ich habe jetzt also schon mehr als 10 Minuten gehabt. Also ihr müsst es ja auch wieder. Nein, hier gibt es keine zeitlichen Terminierungen. Okay. So, jeder darf sich die Zeit nehmen oder nutzen oder gebrauchen oder halt das einbringen, was er gerne heult. Möchte. Bis einer heult. Ja, genau. Nein, jetzt ist ja oder aus Protest alle machen der Pöbel und jetzt ist Schluss. Guck mal, Andreas, ich habe hier wieder mal uralter Manier. Von meiner Tochter. Das Pattern von seiner Tochter und jetzt aber die Escher-Lore drauf angewendet. Also das aus Escher-Bildern gelernte Wissen. Aber ich habe die Escher-Bilder sind nicht reine. Also er rechnet hier schon, sind nicht reine, nur die Pattern, die Escher gemacht hat, sondern da sind auch die normalen, also diese Hauszeichnungen und so weiter mit bei. Deswegen. Aneignung durch Anwendung wäre das. Ja, dann. Genau. Und jetzt mal gucken. Jetzt fängt er gleich an, hier das auszurechnen. So, jetzt kommt relativ stark erstmal das Pattern durch. Und jetzt habe ich da Fische irgendwie hinzugepackt. Okay, jetzt macht er natürlich nicht so viel. Ja, doch, aber guck. Hier unten kretenartig. Ja, das ist hat einen Escher-Touch tatsächlich. Ja, jetzt geht es gleich hier weiter und jetzt wird es hier wieder groß gerechnet. In mal 3, das ist sogar etwas, da werden wir gleich mal die Linien gucken, wie schön die werden. Wobei, also bei Escher kämen dann ja noch Pattern-Transformationen oder Parkett-Transformationen dazu. Habe ich versucht auch so. Anfängt als Schwan endet und so. Habe ich versucht auch so Prompten mit Mutation und Growing und alles Mögliche. Reagiert da nicht richtig drauf. Also, das müsste man wahrscheinlich beim Trainieren nur solche Bilder nehmen von Escher. Vielleicht reichen auch 5 oder 6 Stück, wo diese Evolution, Mutation drauf ist und dann auch passend noch verschlagworten, dass man da dann einfach auch andere Objekte dann nehmen kann, die er als Grundmuster nimmt, ne, um die dann da reinzupressen in diese Schematik. Da weiß ich aber nicht, ob das funktioniert. Aber was ich erstaunlich finde, ist halt, dass er diesen Zeichencharakter doch relativ stark mitnimmt. Jetzt. Also er rechnet das jetzt groß. Immer noch. Und dann werden wir hier nachher eine ganz große Grafik haben. Ach, ist das angenehm mit dem, dass der Rechner hier nicht abbricht alles. Ah, jetzt sind wir in der Mitte. Also es kommt nachher wirklich so eine
na, Gigapixel nicht, aber 3000 mal 3000 Pixel Grafik raus. Die dann wirklich schon relativ hochauflösend sein wird. Mhm. Also meine sind 2048 mal 2048 Pixel. Ja. Meistens. Ja. Das ist nicht so wahnsinnig groß und ich habe keine Ahnung. Oh, das ist schon nicht, also es ist jetzt kein Thumbnail mehr, ne? Das ist schon ganz ordentlich, aber dadurch, dass ja so feine Details drauf sind, wünschte man sich eigentlich so das 4- bis 8-fache davon, um daran zu kommen, ne? Wenn man dann an die Details kommt. Hier packt er mal das. Ja, aber das ist jetzt hier das KI-generierte Zeug, ne? Also mit, das ist nicht Midjourney und oder nicht DALL-E, sondern das nennt sich Stable Diffusion. Ja. Und da gibt es eine, es gibt auch einfachere Oberflächen, aber diese gibt es hier auch. Da habe ich mich so ein bisschen reingehackt. Ja, damit es, wenn es aufhört, ist es schon weggebrochen. Jetzt, dass ich mit einem da noch drin bin, mit diesem hier nämlich jetzt. Das ist weggebrochen, das schafft er nicht, so viel aufzuladen. Mit wem sprichst du? Mit mir nicht. Oh, ich habe gerade gesprochen, aber ich habe nicht gewusst, dass das Mikrofon an ist. An einem Gerät hat der Akku nicht gehalten. Deswegen bin ich jetzt am Computer und habe den aufgeschaltet, damit ich mit einem Kanal noch dabei bin oder mit einer Verbindung noch dabei bin. Und ich hatte ein ganz... Es ist es erklärt. Du brauchst es nicht länger, weil es ist erklärt. Okay, ja. Deshalb war es auch zweimal drin. Ja, alles frei erfunden. Ja, und wenn ich die nächste Zufallszahl nehme, die ist jetzt hier schon, ne, zack, kommt eine andere Variante raus. Und hiervon kann man Quadrilliarden machen. Wenn man aber will. Ich finde diese Verwandlungs, das als Filmchen, ich finde das total schön, wie die sozusagen anfängt mit so einem verschleierten, was flüssig wirkenden Feld und dann sich immer mehr verfestigt und auskristallisiert. Also kann man davon ein kleines Filmchen machen? Geht das? Also das finde ich also super schöne. Das sind die einzelnen Steps. Ne? Also es ist technisch passiert Folgendes. Es wird erstmal einfach ein Rauschen reingepresst. Ein Rauschen. Wirklich ein Rauschen. Aber ein fest definiertes Rauschen, das sich über diese Zufallszahl hier bildet. Und dadurch reproduzierbar ist, weil es ein Rauschalgorithmus quasi ist. Also es ist nicht der pure Zufall. Dann geht das Model oben drüber und sagt, was erkenne ich denn in dem Rauschen? Und fängt einfach an zu raten. Und zieht dabei den Prompt heran, den man hat. Ist so eine Pencil Drawing, also ne, Zeichnung. Escher-Lora ist die Bezeichnung des trainierten Dings und Geopattern-Lora habe ich auch drin. Und dann eigentlich eng gepackte Morphing-Fische. So. Vielleicht kriegt er über das Morphing die Fische ein bisschen hingebogen, ne? Sodass er sie hier auch so ein bisschen reinpresst. Ich habe hier noch einen Kommentar von Art Mainzer. Da schreibt gerade, Matthias kauft allen den Schneid ab. Ja, das liegt aber nur an der Technik. Das liegt nicht an Matthias. Das liegt nur daran, weil ich mit irgendwelcher Scheiße, wie gesagt, wenn jemand anderes, der noch mehr Künstler, dann wäre das, ich weiß, dass das so ist, so ein bisschen, aber. Mach weiter. Ja. Naja. Und so ist das. Also, wenn Matthias so japanischen Style machen würde von Ohara Kusono, dann fände ich das natürlich super. Weil ich kann einfach mal einen Anime-Style mal versuchen, darauf noch oben drüber zu setzen. Das sind vorgefertigte Prompts, die im Hintergrund mitlaufen. Also eigentlich ist, indem ich hier den Stil auswähle, Style ist ein Styler, werden einfach nur Prompts dazu gepackt. So, und da gibt es das Anime-Ding dazu. Ich mache aber mal Folgendes. Das ist hier ein bisschen zu lang mit den dreien. Da mache ich mal eine 2 draus. Also, weil am Ende guckt sich keiner diese 3000-Pixel-Dinger hier an, diese Bilder. Wie weit ist er jetzt? Ach, ich breche mal ab. Weil wir haben ja trotzdem eins. Weil ich habe hier verschiedene Speicherstufen, kann ich auch immer wieder zurückspringen. Cancel. So, und jetzt ist das
Anime-Ding oben drüber, dieser Prompt. Mal gucken, was er damit jetzt macht. Wie stark der durchkommt, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich wird es erstmal insgesamt wahrscheinlich bunt. Mhm. Sehr schön, bunt. Und riesige Augen wahrscheinlich. Deep Dream. Ja, durch das Pencil-Drawing sind natürlich feste Sachen vorgegeben. Ich nehme mal bestimmte Sachen raus, die gegen diesen Anime-Style sprechen. Nämlich Pencil Drawing und Drawing. LSD-Style. Der Entwurfsmodus dann. Ich mache erstmal LSD-Style, können wir noch ausprobieren. Weil es ich bin müsste, mal 3 Minuten weg. Dadurch, dass das Pencil Drawing jetzt raus ist, könnte eventuell auch die Flächen ein bisschen weniger stiftmäßig aussehen. Och, jetzt haben wir hier so. Ne? Also es ist zwar ganz anders, aber. Das Pattern verschwunden, oder? Ja, genau. Richtig. Ich könnte es weiterentwickelt. Hier unten ist übrigens die Stärke des Pattern, wie stark das durchschimmert. Und ich habe es jetzt auch nur bis zum 61,7% der Rechenschritte, die hier oben sind. Es sind jetzt 40 Schritte, 60%, also sind dann halt entsprechend, wird das angewendet, dieses Bild, dieses auf die Kanten und auf die Kontur reduzierte Geopattern wird hier reingepumpt. Und wenn ich das unbedingt haben will, dann kann ich hier an diesen Parametern rumspielen und das nach oben pumpen. Dann wird es erhalten bleiben. Das kann ich auch mal machen, indem ich einfach das mal auf die volle 1 ziehe. Das müsste eventuell schon reichen, dass die Grundform jetzt die ganze Zeit unten drunter bleibt. Ja. Und man die Ränder dann, wo sind wir jetzt? Hier oben ist so, hier sind die 60% ungefähr. Und es wird jetzt erhalten bleiben. Also es ist jetzt nicht mehr so gut zu erkennen, aber ich kann es stärker machen. Hier haben wir so 70. Zack. Naja, jetzt bleibt es wohl stärker erhalten. Wie so in so alten Filmen, wenn sie so Traumsequenz irgendwie oder so eine Rückblende. Ja, genau. Wo man dann, okay, jetzt, damit der Zuschauer da mitkommt. Pass auf, jetzt mach ich mal, kann eigentlich was passieren? Eigentlich nicht. Ich mache mal, weil du vorhin die Frauen, ne? Woman, Buddy, und ich mache hier aber mal Not Safe for Work, das wollen wir nicht haben, und Nude wollen wir nicht haben, dass wir uns nicht aus Versehen, also hier sind die sogenannten Negativ-Prompts, dass während wir hier auf YouTube übertragen, nicht aus Versehen Nacktbilder rauskommen, auch wenn sie dann im Anime-Style sind. Das heißt, statt der Fische wird man jetzt vielleicht erkennen, jetzt ist natürlich die Lore oder das Pattern relativ stark. Ich nehme das Pattern mal wesentlich schwächer. Stopp. Und wieder Play. Tight Depict Morphing Woman Body. So, jetzt ist die Frage, was kennt der im Anime-Umfeld als Morphing Woman? Ja, genau. Also das ist ja jetzt, was versteht der Automat Keine. Ja. Schwierig. Aber ich sage ja besser Pattern morphen als Frauen morphen. So, ich nehme mal hier die Stärke der beiden trainierten Frauen nicht automorph? Der trainierten Modelle raus. Also die waren vorher beide auf 1, das Escher-Ding und das Geopattern-Ding. Und jetzt wird der Prompt stärker da rauskommen. Escher-Laura, okay, die stehen noch mit beides, das dürfte aber nicht groß stören, weil er die Begriffe an sich nicht so kennt.
Tja, will er nicht ran, ne? Er macht, was man ihm gesagt hat. Keine Nacktfotos und... Ja, stimmt, wenn er nur Nacktfotos von Kendall. Wie, hast du das Ding nicht unter Kontrolle? Nee, das ist prinzipiell nicht so richtig unter Kontrolle. Und wegen selbst gemacht. Ja, das selbst verschiebt sich. Nein, das darf doch nicht wahr sein, dass das Ding nicht unter Kontrolle ist. Es ist Kontroll... Nein. Wie entsteht jetzt hier Chaos? Ich dachte immer, das wird alles berechnet, dann ist das alles kontrolliert und ordentlich und fein und sauber und schön. So und mathematisch. Ich mache mal Mehrzahl draus. Das finde ich aber nicht so schön. Das hat doch wieder jemand mal mit Buntstiften gemalt, der irgendwo in der Maschine sitzt. Ja. Dachte jetzt, Matze, du könntest das 100% kontrollieren und manipulieren. Deshalb gucke ich die ganze Zeit so fasziniert auf den Bildschirm. Scheint eine kleine Illusion zu sein. Wohl so. Und die hier einen Frauenkörper hin, wenn du einen haben willst. Aber nicht so. Nicht in diesem Experimentiermodus. So ein bisschen wie diese kleinen Dampfmaschinen, die man jetzt irgendwie kaufen kann, die vollkommen funktionslos geworden sind, wo es nur noch um diese Dampfmaschine geht. Also so ähnlich ist das hier, ne? Wo sagt, ja, das Ergebnis ist schon so halb interessant. Viel interessanter ist das, wie man es herstellt, sozusagen den Automaten hier zu überlisten, dass er am Ende doch das rausrückt, was man will. Du, das Ding ist, das kommt dann auch, dann muss man auch über die Zufallswerte dann wieder gehen, dann sitzt man hier vor und drückt manchmal und du weißt ja auch nicht, ob überhaupt was kommt. Ne? An diesen kleinen Dampfmaschinen, da ist man ja auch ständig ein bisschen am Rumbauen, dann kommt noch ein Halbriemen mehr dran und so, nicht? Also da hast du einen Treffer gelandet. Also das ist die avancierteste Software, die man so haben kann derzeit. Und ja. Es ist also doch eine kleine Dampfmaschine. Habt ihr gleich euren ersten Hintern? Da gibt es eine parallele Verbindung in Grün. Da seht ihr das Control-Net, ne? Da geht das Grüne ab mit einem Knotenpunkt, ne? Geht dann ins Amt. Das blendet er nicht immer ein. Aber das hat er schon im Hintergrund, hat er das unter Kontrolle. Da bin ich mir vollkommen sicher. Ganz sicher. So. Also ich habe mal. Ja. Du siehst ein Control-Net, da kommt das und das zeigt da alles nicht. Dein Net-Model, da gibt es noch ganz viel, was da an der Seite parallel. Da ist, Birgit, ich kann dir auch alles erklären, das ist auch keine Zauberei. Du musst jetzt auch nicht irgendein Mythos daher. Erschwörungstheorie. Bla bla machen. So, jetzt rechnet er das groß und es ist im Anime-Style. Und es ist auch ein. Ja, das ist noch vertretbar, ne? So, und wir könnten aber auch, wo sind deine Bilder? Du sagst, welches wir jetzt nehmen sollen und dann pumpen wir das mal mit rein. Aha. Was dir gefällt? Tja. Du sollst das so sagen, was dir gefällt. Ich würde hier schon mal versuchen, so ein Käferbild hier zu nehmen. Das habe ich sofort gedacht. Und ich habe das auch gedacht, weil der Käfer passt ja gut zur Froschkunst. Ja. So, und ich mache eben deshalb fest. Der Käfer ist also echt, den habe ich fotografiert. So. Der sieht aber gar nicht so echt aus. Aber selbst gemacht. Desktop. Wenigstens kann man die verformen, ohne sie zu quälen. Das ist schon mal gut. Muss nicht mit dem Daumen drauf drücken. Control-Net. Und dann mache ich hier mal Käfer hin. Käfer. Also ich speichere hier gerade die Grafik. So, hier einmal groß, ne? Und es ist noch Geopattern mit bei und na, erscheint natürlich nicht mehr so viel. Aber Geopattern ist mit bei. So, jetzt also hier muss ich kurz mal hier angucken. Rupsons, Control-Net.
Wo ist jetzt die Käfergrafik? Da ist sie. Ziehe ich hier rein. So. Und jetzt macht er aus dieser Käfergrafik, wenn ich hier Play drücke, rechnet er jetzt dieses Konturbild aus. Und da werden wir ein bisschen was dran machen müssen, damit da irgendwie der Käfer ein bisschen stärker auch als Kontur zu erkennen ist, sonst wird es dann schwierig. Ja, ne? Jetzt haben wir das Muster, den Käfer. Und das jetzt wieder hier drüber und jetzt mache ich es aber mal stärker. Wir haben also Woman's Dance in Street, okay, ja, weil wir vorhin das hatten. Wir haben aber Pattern, ne? Und Bug, also den Käfer. Ich glaube nicht, dass er den Käfer findet, also als Form, weil der doch sehr, aber wer weiß. Ne, ich mache mal einfach nur Pattern und Bug, weil ich will mal gucken, ob das durchscheint, der Käfer. Das ist natürlich jetzt. Ja, ist doch gut. Fällt noch ein Bein. Ja. Warte, ich halte es mal hier dann daneben. Muss ich mal ein bisschen was wegschieben hier. Ich habe offensichtlich irgendwas mit Ursula von der Leyen gemacht. Mal gucken, ob ich das alles noch irgendwann zeige. Es sind auch Bilder dabei, die man lieber nicht zeigt. Also keine Nacktbilder, aber auch so nicht zu zeigen. Deformation. Der aktuellen politischen Lage angemessen. Guck mal, er guckt doch in die Richtung, das ist doch alles wunderschön. Ich nehme mal das Anime raus und mache mal Rohversion und Play. So, und dann ist jetzt sozusagen einmal diese Grundform einmal durch Stable Diffusion gejagt, mit Geopattern verbunden. Ja, das ist ja auch schon nicht mal schlecht. Mein ist auch draußen. Ja, klar, er kennt diese Raute-Geschichten und so weiter, hat er irgendwie mitgekriegt. Jetzt hier und beim Vergrößern mal gucken, was er da... Naja, was macht er denn hier draus? Wie so Ledernoppen oder sowas. Ja, Staubnetz. Ja. Das ist ja nur 2, das kann ich mal durchrechnen lassen. Und was ich aber mal machen werde, ich werde es mal wieder verstärken, die Escher-Geschichte. Immer auf halbe Kraft und Geopattern auch auf halbe Kraft. Und dann mache ich mal gleich wieder Play. Das Coole ist nämlich, jetzt ist das in der Warteschleife und das andere rechnet er aber noch zu Ende. Und dann macht er aber gleich wieder weiter mit dem anderen Ding, wenn er hier durch ist. 25 Schritte, das passt alles. Also richtig interessant ist das nicht. Ich bereiche einmal ab, weil ich habe ja ein Bild, habe ich ja. Cancel. Das nächste. Also jetzt mit verstärktem Escher wieder drin und verstärkt Geopattern. Ist es unten raus? Anime, ja. Es ist, würde ich sagen, der Käfer sehr stark. Ich nehme ihn mal ein bisschen zurück. Und jetzt wird es komisch. Ja, Leute, so sieht's aus hier auf meinem Bildschirm. Ganzen Tag. Also ein Kirchenfenster. Oh, dass du das jetzt sagst, ich habe die ganze Zeit dran gedacht, das ist so ein verunglücktes so Bleiglas-Ding, wo jemand Fußball reingeschmissen hat oder so. Genau. Und ich sage euch, Leute, für dieses... Hat sich aber sofort selbst repariert und die Bleiglas-Stege... Ja. Passend. Stained Glass. Gibt es extra einen Style?
Window in Church, ne? Kirchenfenster. Mhm. Kann ich hier vielleicht auch nochmal. Alt. Church Crunch. Geht noch ein Ziel. Ja. So, ne? Ja. Okay. Jetzt haben wir also viel mehr, können wir jetzt hier gar nicht reinpacken. Window in Church. Es wird jetzt so ein Kirchenglasfenster werden. Das ist jetzt schwach. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen mehr den Käfer haben, damit das Urmuster da wieder reinkommt. Was ich ja wirklich, kurz noch ganz kurz Filterraum zur Evaluation. Was ich ja wirklich jetzt schade finde, ist, dass man nicht sehen kann, dass wie viele Personen zuschauen. Also es ist dann ja immer in der Außenversion im YouTube-Kanal, dass jetzt das animierte Bild von Matze gezeigt wird und auch er oben in einem kleinen Bildchen. Ja, das hat schon mal gesagt. Ja. Das ist total schade. Und ich weiß gar nicht, wie man das rausbekommt. Es wäre eigentlich jetzt ganz schön, wenn diese interne Darstellung sich auch extern so darstellen würde. Ja, oder auch Chat. Zum Beispiel hast du im YouTube hast du jetzt auch einen Chat, weg, Fine Art sagt, jetzt ist es eine Hinterglasspinne. Jetzt sagt Lie to Me, Spinne auf Echoblasen. Auf Twitter hatte ich noch eine Meldung. Hier. Ein Laptop. Oder was ist das? Ich zeig euch mal das Trainingsset, das ich quasi, also das, was ich verwendet habe von dem Escher. Deswegen werden sich auch einige Verhaltensweisen erklären sich dann so, ne? Dass das Muster so deutlich wird. Ja, also zum Beispiel, wenn ich Pattern mache, ich mache das mal hier groß. Also hier entstehen beim Modellberechnen so Metadateien und meine Beschreibung dazu. Escher Lora, MC Escher, Painting Drawing und so weiter. Und wenn jetzt hier so ein Fischkopf, liegt es halt einfach daran, dass ich halt von Escher solche Sachen genommen habe. Könntest du die denn kombinieren mit dem Motiv der Frau am Fenster? Was ist Frau am Fenster? Das ist dann so ein ganz klassisches Motiv in der Kunstgeschichte. Frau am Fenster gibt es ganz viel in der Malerei von Matisse bis was ich, Dürer, haben alle eine Frau am Fenster dargestellt. Dann frage ich mal zurück, warum sollte das nicht gehen? Ich hatte einfach nur gerade von diesem Impuls. Ich wollte mal eine kleine intuitive Eingabe machen. Ein rhetorisches Warum. Naja. Aber weil jetzt hier ne, eine bestimmte Diana Form, Häuptling. Hier so dieser Kopffisch hin und her. Ja. Also für mich ist das jetzt irgendwie nicht so besonders geworden, muss ich mal sagen. Dass es wieder schwarz-weiß wird. Mal gucken. Window in Charge. Was ist eigentlich mit der Nadine los? Die hat das Mikrofon abgestellt. Ich hatte ihr das abgestellt, weil sie eben hinten am Telefonieren war. Da wollte ich nicht, dass das damit hier rüberkommt. Ach so. Oh. Hm. Ah ja, okay. Fällt es jemand? Ja, gut. Man weiß es nicht. So ist sie. Da ist sie noch. Ja, er drückt es jetzt in Richtung so Pencil Drawing und so weiter. Und dieses Stained, also dieses diese Glasgeschichte. Na gut, es kommt hier ein bisschen Licht durch. Sollen wir noch ein bisschen diskutieren? Ja. Kontrovers am besten. Also, ja, einer kann aber eine These aufstellen, irgendwas. Wer würde sagen, Leute, bekriegt euch, aber bekriegt euch. Dass die Fetzen fliegen, aber nur ästhetisch. Apropos, pass auf, dann mache ich zum Abschluss noch eine freundliche Geschichte, hier, wo wir vorhin bei Fotos waren. Ja, ich finde, Fotos geht ja immer, das kann man noch ausdrucken, das können wir noch ausschneiden, das können wir noch mit ins rote Buch kleben. Aber wie wir diese ganze Installation von Matthias, also von Matze, wirklich mit in das kleine rote Buch bringen, das ist, da rätsel ich schon so lange drüber,
wie man das machen kann. Kannst du nicht irgendwie so einen kleinen QR-Code davon schießen, dass man den dann ausdruckt und den mit in das kleine rote Buch macht? Weil das müssen wir irgendwie dokumentieren. Und das erscheint mir doch sehr komplex. Man kann das auch nicht einfach durchschneiden und auf mehrere Seiten kleben. Das wird ja unverständlich für die Leser. Aber du bist ja Künstlerin. So, ich habe gestern Martin Sonneborn trainiert anhand Fotos. Hier ist noch ein bisschen was zum Hübschmachen für die Haut. Ich dachte für die Nase, die ist so schwarz. Und Martin Sonneborn hatte irgendwie getweetet, dass in Brüssel ist irgendwas schiefgegangen, von wegen man ist aus Versehen in Disneyland gelandet bei einer Reise. Und die Geschichte dazu ist, weil Martin Sonneborn, er ist jetzt nicht so stark zu erkennen, man kann ja aber verschiedene Bilder mal machen, dass weil Martin Sonneborn in Disneyland ist, hat Mickey Mouse sich als Martin Sonneborn verkleidet. So war der Gedanke dazu. Ja. Aber das heißt, wenn man Personen haben will, kann man die auch trainieren anhand von, macht man sich eine ordentliche Fotoreihe fertig. Das ist jetzt natürlich nicht so gut zu erkennen, aber weil das jetzt auch die große Mischung ist hier mit dem Mickey-Maus-Zeug und so weiter. Mit Selfie in Disneyland. Mickey-Maus-Kostüm. Das kann alles bleiben. Dann kann man sich in Zukunft natürlich seine Man, vielleicht sollte ich mal Man machen. Two, da. Ich sage mal, so den Sonneborn hier mal ein bisschen durchgucken lassen. Ja. Also es ist noch schwierig zu diskutieren und ihm zuzuschauen gleichzeitig. Ja. Aber es zieht in den Bann ein bisschen. Ich finde es nicht besonders spannend, so lange zuzuschauen. Das bin ja. Kann man denn nachher rein entscheiden? Also nach so. Aber ich, was ich noch sagen will, ist sagen, man kann sich dann zukünftig, wenn man dann die Fotokunst versteht, sich natürlich die Lichtverhältnisse dann auch zusammen prompten. Ich bin am Telefon, tut mir leid. Ich nehme mich raus, ich komme dann wieder nachher. Kann man dann nachher rein erkennen, ob ein Foto per AI? Ja, das geübte Auge wird es noch eine ganze Weile erkennen. Aber irgendwann hört es auf. Also irgendwann wird es so perfektioniert, dass man es nicht mehr unterscheiden kann. Ja, es gibt jetzt schon, also wenn ich hier Donald Trump und so weiter, der ist ja relativ gut in den Basismodellen trainiert. Da kann man schon Fotos herstellen, wo das so jetzt nicht mehr so klar ist, was los ist. Und trainiert, das Verb trainieren heißt dann jetzt bearbeiten und umändern? Ja, nee, ich nehme halt, oder ja, verarbeiten, ja, grundsätzlich richtig. Ich nehme suche mir einfach bei Google möglichst qualitativ hochwertige, gleichmäßige Fotos raus. Am besten ist, man hat natürlich eine eigens dafür gemachte Fotoserie einer Person in einem ganz festen, in einem bestimmten Alter. Mir bleibt nichts weiter übrig, als Fotos von Martin Sonneborn zu suchen. Zwischen 10, 15 und 20 Stück. Und diese dem System zu sagen, lerne mal, was das hier, dieses Gesicht kennen. Mhm. Und dann rödelt er hier so eine Dreiviertelstunde auf der Maschine hier rum. Man hat unten drunter noch diese 6 GB Basismodell, worauf alles andere basiert. Also worauf ich Donald Trump bis eine Schere oder ein Feuerzeug prompten kann, alles Mögliche, oder das Brandenburger Tor. Das packt man unten drunter, trainiert da oben drauf die Bilder von Martin Sonneborn. Da er den nicht kennt, muss man jetzt auch keine Überschneidung in den, wenn man Donald Trump nochmal trainiert, dann gibt es da Überschneidungen mit dem vorhandenen Modell, mit den selbsttrainierten. So ein bisschen aufpassen mit den Begriffen, die man dann reinpumpt. Also ich verschlagworte dann vorher, bevor ich diese Fotos von Martin Sonneborn ihn zum Fraß vorwerfe, die Fotos auch noch entsprechend. Und dann kann ich hier hinterher spezielle Prompts bauen, die dann darauf aus sind, Martin Sonneborn
zu erzeugen. Und ich kann Ihnen auch sagen, er ist halt nicht im Disneyland, sondern im Fotostudio. Ja? Oder sitzt an irgendeinem Tisch, was auch immer. Mhm. Ich kann auch sagen, zeig ihn mal als 80-Jährigen, 90-Jährigen, habe ich gestern gemacht, weil es dann ist auch irgendwie, dann guck, dann hast du erstmal einen alten Mann vor dir, aber du siehst, wenn du weißt, ah, das soll der Sonneborn sein, stimmt, erkennt man noch. Mhm. Und aber auch in die andere Richtung. Ne? Ich hatte ihn gestern da als Kind auch dargestellt, weil ich hatte ihn einmal gefaked quasi, dass er als Bundespräsident 2045 eine Ansprache hält vom Weihnachtsbaum. Und das aber als Kind auch schon immer so geplant hatte, dass es so kommt. Hat Martin Sonneborn selbst geliked, das Foto. Er wird dann in dem entsprechenden Alter ins Spiegel kommen, gucken und das Foto daneben halten. Ja, jetzt haben wir nur schon wieder über ein Foto gesprochen, was wir jetzt gar nicht alle gemeinsam sehen. Das finde ich immer sehr schade. Das ist wie, ja, ich wiederhole mich da einfach. Ich möchte mich nicht wiederholen. Das ist wie über ein Buch zu sprechen, das man nicht gelesen hat. Aber man kann ja nicht immer nur Bilder besprechen. Man muss ja auch mal ohne die Bilder in seinem Kopf entstehen lassen, Birgit. Okay, wunderbar, wunderbar. Dann sind wir jetzt der Kick und Anstoß zur Imagination, zur Selbstvorstellung. Es gibt ja auch diese Musica Gestuale, wo man also allein einen Dirigenten hat, an dessen Dirigierbewegungen man sich das Orchester gleich mit vorstellen darf. Also oder ein Text über einen Wald, wo einer durch den Wald läuft und du bist gar nicht im Wald. Ne? Du liest einfach nur diesen Text über den Wald, dann bist du doch irgendwie, das ist immer eine Immersion übrigens. Das machen dann die Dichter ja sowieso, oder? Die sitzen dann da an ihrer Schreibmaschine und dann geht's los. Wald. Stell dir mal vor. Wald. Stell dir mal vor. Wald. Und empfindest du, wenn man mit AI arbeitet, das mehr als Instrument und kannst diese Risiken und das Gefahrenpotenzial nicht verstehen, was von anderen so beschworen wird? Ja. Oder denkst du, es gibt eine inliegende Gefahr, die uns vielleicht jetzt noch nicht erkennbar ist? Also gehst du eher so technisch, also es gibt ja Leute, die sagen, AI ist wie jede Technik, die neu aufkommt. Da arbeitet doch heute jeder mit, Nadine. Da arbeitet heute jeder mit. In dem Bereich arbeiten die alle damit. Also ich verstehe. Ja, es ist so, ja. Ich, aber die Frage ist ja, also ist alles für alle verfügbar, das ist das eine. Ich glaube, es wird einen Gewöhnungseffekt geben und einen Distanzierungseffekt. Wenn die Leute ein paar Mal behupst wurden, merken sie sich das, dann glauben sie den Bildern nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob das schlimm ist. Das, wie gesagt, da fällt man 3-4 Mal rein und dann weiß man, also ja, auch große Zeitungen fallen. Das gibt es ja schon so lange, dass man den Bildern nicht mehr trauen kann, als ob das jetzt was Neues ist. Also. So, und ich glaube, die einzige Sache ist, aber auch das wird ein paar Mal passieren und dann ist das ein Lerneffekt, der dann eintritt. Und ich mache mal kurz zu Filterraum. Also, in Akutlagen, wann kann KI, Akutlage benenne ich jetzt mal, es gibt irgendwo Unruhen, eine Demonstration, was auch immer. Und das kann das ganz gut verbildlichen. Dann kommt jemand auf die Idee, oh, die Polizei hat jemanden erschossen. Da reicht ja eigentlich manchmal ein Satz. Die Polizei hat einen Demonstranten erschossen, um extrem Chaos zu stiften. Das reicht der Satz eigentlich. Aber du kannst ihn dann zusätzlich noch bebildern, indem du sagst, ich nehme ein Foto direkt von der Demo und reiche das an mit dem Polizisten, der einen Demonstranten erschießt. Das ist dann in Akutlagen, weil sobald das Bild draußen ist und dann auf einmal so, da gucken ja ganz viele drauf. Und dann kommt auch relativ schnell raus, dass es gefaked ist. Aber du kannst in Akutlagen eventuell leichter Unruhe herstellen. Aber dadurch, dass es schon vorher auch sowieso immer mit Text ging, es ist keine ganz große andere Qualität. Es ist nur vielleicht, dass Leute schneller darauf anspringen. Ne? Bei Text wissen alle, das kann ja weiß Gott wer geschrieben haben. Und dieser Lerneffekt, das kann ja weiß Gott wer gepromptet haben, ist dann
der Satz, der dann in Zukunft passt. Und damit sehe ich da, jetzt gar keinen, früher hatte ich auch gedacht, oh, ist ein bisschen doof irgendwie, aber ich glaube, die Leute gewöhnen sich daran und dann glauben sie den Bildern halt auch nicht mehr. Den Tönen kann man auch nicht mehr trauen, also es ist jetzt von 11 Labs, ist vor 3-4 Wochen dann ein Update gekommen, ich hätte schon Sachen von Jan Böhmermann sprechen lassen, das ist nicht mehr zu unterscheiden, Akustik. Aber den Politikern vertrauen wir noch. Unbedingt. Ja, und das ist so, also du hast ja dieses, da taucht ein Interview, ja, taucht ein Interview auf, sozusagen, also du fegst das komplette Umfeld in Zukunft. Also ein Interview, das irgendein Medium geführt hat mit einem Politiker und ne, baust das in eine Szenerie ein und das wird alles generiert. So, aber das passiert 1-2 Mal, da fallen die Leute 1-2 Mal drauf rein und dann müssen sich die Fernsehsender ausdenken, dann wird irgendwie immer wieder relevant, auf welcher Webseite befinde ich mich denn gerade. Ne? Also die Medien werden ihre eigenen Webseiten werden wieder relevant dadurch, eventuell in der Zukunft. Das ist eigentlich gar kein schlechter Zustand. Also ich gehe dann auf zdf.de, HTTPS, von wegen verschlüsselter Verbindung und hin und her. Ich weiß dann auch, das Zertifikat ist von denen. Ich weiß, ich bin beim ZDF und wenn ich mir da ein Video angucke, dann ist es das Richtige. Oder du hast spezielle Kanäle auf YouTube, die dann dementsprechend gebrandet sind, auch von YouTube. Ja, wo dann klar ist, hier hat das ZDF sich authentifiziert gegen YouTube und das ist dann ein glaubwürdiger Kanal. Also ich glaube, es kann dadurch auch wieder so eine Renaissance der etablierten Medien kommen. Ja, auf jeden Fall. Du bezahlst Authentizität. Nee, Vertrauen ist das. Das ist Komplexität und du willst jemandem dem dann einfach vertrauen. Genau. Und das wird auch so einfach gemacht, indem die Leute sich dran gewöhnen. Nee, der müsste schon auf den richtigen YouTube-Kanal von ZDF gehen, ja, und nicht irgendeinen gefakten. Und dann wird das auch gemacht. Der Typ im Fernsehgeschäft hat gesagt, ich brauche USB-C. So. Und wenn der das sagt, dann hole ich das. Das sind Lerneffekte. Deswegen, es gibt natürlich, du kannst hier natürlich alles generieren. Also alles, was so auch Brutalitäten angeht und was ich was für ein Schund, das geht hier alles. Das heißt, das ist so ein Markt, ja, da kann man jetzt, aber der ist da, der ist nicht mehr zu, das ist nicht mehr aufzuhalten, das ist, läuft schon. Also diese ganzen Porno-Webseiten und so weiter, die brauchen keine Models mehr. Die brauchen keine teuren Models mehr, weil die sich alles generieren können, ist alles da. Naja. Die werden das noch machen, auch Basis der Authentizität. Aber mal was anderes, Matze, mal was anderes. Mich würde ja interessieren, wie das weitergeht mit dieser VR-Meta-Facebook-Kampagne da. Also diese virtuelle Welten, ne? Wo nämlich auch gerade im Pornobereich viel experimentiert wurde, das aber keine Sau interessiert hat, oder? Aber das kann ich schlecht einschätzen. Du warst, also nicht, ist jetzt doof, wenn ich das sage, aber du hast ja über das, wie hieß das früher? Second Life? Ja. Ja. Du hattest ja da eher Erfahrungen gesammelt. Das nö, du denn eher. Ich beobachte das von Facebook gar nicht, was sie da tun. Da kriegst du mittlerweile irgendwo sogar als Werbung im normalen Streaming angezeigt andauernd. Naja, egal. Aber die im Moment sehe ich da einfach, wenn ich mir so Filme angucke, Serien, ich gucke viele Serien zum Beispiel, gut produzierte, was das da alles für ein Aufwand wäre, selbst das da zu generieren, ne? Manche Sachen. Ja, es wird auch viel manuell bleiben. Aber wenn ich sage zum Beispiel, ich möchte jetzt von Star Trek in Zukunft, ich möchte Menschen eine eigene kleine Szene, 15 Sekunden, einen kleinen Gag, nehme ich Captain Picard und Data und die sagen was ganz anderes mit ihren Stimmen. Das können wir prompten in Zukunft. Das wird gehen. Ja, und das kann ja auch ein Spaß sein. Fanfilme von Star Trek. Jo, ist doch geil. Also, würde ich nur zu. Die neuen Serien nicht so ziehen. Ja, also das, wo ich dann sagen würde, oh, da hätte ich meine Freude auch selber dran, ne? Dass man sagt, ah, guck mal, ich mach mal ganz schnell den Handlungsstrang und wenn es nur über ein paar Sekunden erstmal sind, ne? Den Handlungsstrang in eine andere Richtung auf. So aus Spaß. So. Und dass man dann aber auch sagt, hier Donald Trump und Joe Biden haben sich heimlich getroffen irgendwo im Café und haben sich unterhalten, das kannst du dann halt auch faken. Also das wird in 2 Jahren, ist das, glaube ich, auch relativ leicht über Prompts machbar.
wenn es überhaupt so lange dauert, weil das geht gerade rasant mit dem Runway, was die da bauen, auch auf ihren Portalen. Das ist dann so eine höher technisierte Art, wie man so früher sozusagen in so Zeitungsbildern rumgekritzelt hat und hat dann eine Brille aufgemalt oder ein Geschichtsbuch, dann sozusagen den Bismarck verunziert und nur eben, dass man es hier jetzt gründlicher machen kann und teilweise auch provozierender. Wenn dann der Lehrer an sein Board geht, dass er jetzt nicht mehr mit Kreide beschrieben werden kann und dann den Bismarck aufruft und dann Es gibt jetzt schon so witzige Anwendungen wie, Kind hat zu Hause eine kleine Zeichnung gekritzelt, ne? Seinen ersten Mensch halbwegs hingekriegt oder seine erste selbstgemachte Figur. Kannst du einscannen, kannst du hochladen im Web. Dann sagt es, okay, zeichne mal ungefähr die Knochen ein oder wo sind Beine und Arme? Also wenn Beine und Arme da sind, aber zeichne auf jeden Fall die Beine ein. Und dann sagt das Ding so, und jetzt soll das Ding mal rumlaufen. Dann machst du aus der Zeichnung deines Kindes ganz schnell eine Animation online. Boah, das könnte eine große Freude dran, wenn sein Viech da auf einmal anfängt rumzurennen. So, das sind doch schöne Anwendungen. Sozusagen nice. Mein also, das so gibt es jetzt schon. Das gibt es übrigens jetzt schon. Also das kann man jetzt schon machen. Ich kann mich erinnern, ich habe mal gelesen, als die Postkarte erfunden wurde, gab es so gesellschaftlich einen ganz großen Aufschrei. Postkarte. Ja. Die Postkarte als neues Medium sozusagen die Sprache zerstören wird, die gesellschaftlichen Bindungen, die Ausdrucksfähigkeit der Menschen, ihrer Emotionen würde reduziert durch dieses Format und Druck geben. Und für uns heute spielt sozusagen, es ist halt nur ein weiteres Medium, sich auszudrücken. Aber es hat nichts in dem Sinne kaputt gemacht. Also ich verstehe immer diese Ängste nicht, wenn so eine Technik hochkommt, weil man so. Ja, es ist, Text ist natürlich schon, sag ich mal, ein Bruch, ne? Medienbruch, ziemlich harter. Also der da passiert, sind wir aber dran gewöhnt. Aber dieses, dass die Leute sich dann eher per Gespräch unterhalten, auch auf dem Smartphone oder wie auch immer, ne? So wie wir jetzt hier sind, wenn wir das alles schreiben müssten, hätten wir natürlich, wäre es schwieriger. Ne? Es würde länger dauern, es würden Informationen verloren gehen, die wir jetzt hier eventuell dann über die Sichtbarkeit ja doch noch transportieren können. Insofern aber Postkarte schreibt kaum noch einer. Ich weiß nicht, wie viele Mails noch so sind. Dann gibt es die Emoticons. Ich glaube, ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn die Leute sich mehr per Video dann unterhalten, statt in Zukunft. Also, dass es immer mehr reduziert wird. Und Sprache, die ja auch, meines Erachtens, ich weiß nicht, wie viele Worte jetzt noch, da gibt es bestimmt Untersuchungen, wie groß der Wortschatz ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass der größer wird. Hier sind ja auch ständig Leute dabei, irgendwelche Worte umzudeuten. Ja, das wird ja dann, die Gespräche werden ja alle automatisiert dann halt gespeichert und kannst du dann da befragen, was da gelabert wurde. Jo. Ja, und ich finde das so praktisch, weil man kann ja vorne den Avatar haben und hinten die Postkarte schreiben. Und ich mache ja gerade Birgit ein Briefprojekt. Birgit, hast du davon schon erzählt? Nein, aber das mache ich so gerne, weil da kann ich mich so ausbreiten. Ha, wunderbar. Wir schreiben gerade Briefe miteinander und es ist tatsächlich nochmal eine andere Ebene der Kommunikation, wenn man ganz tiefer in sich, viel tiefer in sich reinschaut, um zu reflektieren, worüber man schreibt, als wenn man einfach nur quatscht oder chattet oder E-Mails oder Texte schreibt, weil der Brief doch noch was viel privater. Der hat eine ganz andere Qualität und die hat eine besondere Qualität bekommen, weil nämlich Nadine ein super Format gewählt hat, nämlich DIN A3 und den Rand sehr breit gefaltet hat. Und das hat mich so inspiriert, dass ich mir natürlich gleich auch dieses Papier besorgt habe in dem Format DIN A3 und auch so geklappt habe. Vorher habe ich DIN A4 gehabt und immer von oben nach unten. Jetzt habe ich eher vertikal geschrieben und mit dem breiten Rand. Das finde ich so praktisch. Da kann man gleich so Notizen machen und kann das dann wie so ein Heft nutzen und immer wieder nachschlagen. Und ich finde, das hat so eine ganz besondere Qualität. Ich finde das wunderschön. Hat man in der mittelalterlichen beim Bücherschreiben, hat man ja immer so eine rechte Spalte freigelassen
für die Kommentatoren, die dann später das Bücher lesen, die konnten dann ins ihren Senf dazugeben und haben das immer rechts an den Rand mit hingeschrieben, sozusagen. Also diese Format in diesem Layout. Und wir haben das noch in der Schule gelernt, dass man einen Rand ziehen soll, um später noch Informationen zu ergänzen, oder? Also es ist eigentlich... Wir mussten nur den Rand ziehen, damit der Lehrer seine Korrekturen da hinschreiben kann, mit seinem roten, mit seiner roten Tinte, ne, groß, ne, wie man das in, ne, was dann alles nicht so richtig ist. Man musste eigentlich für den Lehrer den Rand machen, nicht um da selber irgendwelche Kommentare später. Nein, für die Autorität des Lehrers. Ich habe jetzt gerade gelesen, der Render Game von den Mäusen. Also man schreibt jetzt, ja, das kann aber auch sein. Man schreibt ja jetzt kein Buch und bringt das in Format, damit man sich das ausdruckt und dann nur für sich selbst Kommentare macht. Natürlich ist das für andere Menschen gedacht. Ja. Aber vom Inhalt ist es auch, also vielleicht, weil es noch mehr Materialität ist, wenn man das nicht so verschwenden will, sondern man überlegt. Das ist eine andere Geschichte, dass man das weglässt, weil es kostet einfach mehr Papier. Ich meine auch, dass die Digitalität so einen Raum eröffnet, so ins Endlose zu chatten, ins Endlose zu schreiben. Und beim Brief konzentriert man sich eher, weil man auch nicht dann die ganze Zeit so... Also auf Twitter ist jetzt wieder so die Message auf 280 Zeichen runterzubringen, ist natürlich genau das Gegenteil, ne? Ja. Also auch radikal, würde ich sagen. Du kannst auch Bilder von langen Texten oder ganze Fotos machen. Es gibt da keinen. Es gibt in der Betrachtungsfläche geht es ja unendlich weiter nach oben und nach unten. Ist immer die Frage, wer guckt das noch an, ne? Den zweiten Tweet in einem Thread? Ja. Aber es ist schon eine andere Konzentration. Es macht auch Spaß, sich vorher zu sortieren, also zu überlegen, was schreibe ich überhaupt, worüber will ich schreiben, was will ich dem anderen mitteilen. Und es ist nicht so eine... vor allen Dingen ist es... Es ist nicht so verschachtelt, es ist auch nicht so wahnsinnig verschachtelt. Also ich weiß nur, ich kriege da einen Brief, der ist zwar da geschrieben, ne, aber geht 3 Seiten und dann frage ich mich, was ist das für ein Riesentext mit so wenig Information? Dann ist zwar schön, dass sich da einer so einen Text da praktisch produziert hat, aber dann würde ich dann einfach sagen, ja, ich hätte jetzt so ein paar Bullet Points, wäre ich informiert gewesen. Und ist das ein persönlicher Brief an dich oder ist das jetzt? Nee, ich meine nur, dass in diesen Texten man auch oft liest, dass die halt nicht so strukturiert konstruiert sind, wie so eine Architektur, sondern dass jemand einfach schreibt, ne, und der auch so einen Fluss dann hat. Je nachdem, ist also wie Wasserfallprinzip sozusagen. Viele schreiben im Wasserfallprinzip. Ja. Denken nicht so Inhaltsangabe, so und so, bla bla, wissenschaftlich, Word, Text, was will ich, so, was ist das Problem und hinten Fazit, Resümee, sondern die fangen an und dann schreiben die. Und dann ist das auch eine Flow-Erfahrung sozusagen für viele. Nicht immer, aber gibt auch viele Texte, die auch so in einem Flow entstehen. Oder? Ja, und ich empfinde das auch als Qualität. Also, aber es ist halt, ich finde, es ist ein anderes Sprechen, als mit jemandem über Chat zu sprechen oder mit jemandem zu sprechen. Weil du kannst auch nochmal so Schleifen ziehen dann, ne? Mhm. Und dann halt, je nachdem, wie du schreibst, dass du halt merkst, jetzt kommst du aus dem Fluss raus und dann tust du wieder nochmal ganz irgendwie die Passagen nochmal irgendwie anders formulieren, weil du irgendwo hinten meinst, da wird es jetzt irgendwie, was weiß ich, bist halt konstruktiv an dem Text dran. Ne? Das Karl Jaspers hat das mal so in so einer Vorlesung beschrieben, dass, und er hat das mit Kybernetik verglichen, dass das so ein zirkuläres Textarbeiten dann entstehen kann. Ja. Du halt nicht im Wasserfall einfach runter schreibst. Genau, man hat dann auch innen reflektiert, wo ist man jetzt gelandet, kommt nochmal auf Punkte zurück oder fast nochmal und so. Ja. Und das war sehr bereichernd. Also,
Also ich habe das damals, als ich das erste Mal, also Schreibschrift, ja, Schüler, dann Schreibmaschine hatten wir zu Hause auch eine. Und da war auch so die Möglichkeit, so ein bisschen zurückzumachen. Es war immer ein bisschen aufwendig, da einen Buchstaben wieder rauszukriegen, wenn man sich vertippt hatte. Aber als dann die ersten, als ich mir das erste Mal am PC einen Text geschrieben habe und dann überhaupt zurückgehen konnte und ganze Sätze korrigieren, das war ein Riesengewinn. Bei mir schon die Tastatur. Ich habe eine ziemlich schreckliche Geschichte in Sachen Handschrift und war ganz froh, dass ich da diese Tastatur hatte, so als Prothese und die Möglichkeit, also in Stromschnellen zu schreiben, die finde ich also ziemlich gut und dass man die auseinanderschneiden kann, diese Stromschnellen und Breckziehen, also Breckziehen ist ein Gestein, was aus lauter kantigen Bruchstücken, also frisch gebrochenen Halde, die dann irgendwie aufgefüllt worden ist mit einem anderen kontinuierlicheren Zeug, das dann wieder gebrochen ist. Das ist also, und so in dieser Form zu schreiben und das ist mit so einer Leichtigkeit und dann wieder mit einem Fluss möglich, das liebe ich. Also diese, auch so mich nachts stehe ich auf, weil mir irgendwie eine Form oder Inhaltsidee gekommen ist und setze mich hin. Dann gibt es einen kurzen, manchmal auch etwas längeren Wasserfall sozusagen, der dann aber sozusagen immer wieder neu, den ich dann immer wieder neu lese, irgendwo einmontiere, wieder lese und so. Und dann dabei entstehen ständig also kleine Veränderungen, manchmal auch nur ein Komma oder manchmal aber auch richtig, also dass ich es umbaue. Also diese Art, die gefällt mir sehr. Das ist also, das würde ich also handschriftlich schon gar nicht, aber auch mit einer analogen Schreibmaschine nicht wirklich hinkriegen. Ich habe eigentlich einen Computer angeschafft, dass ich also, weil ich Tippex vermeiden konnte. Nicht so, so ist das bei mir geworden. Nicht? Also das heißt, richtig zu schreiben, habe ich angefangen mit meinen Karteikarten. Das waren auch mal schon so Stücke, die dann auch die Reihenfolge, da war immer die Gefahr, dass die sozusagen die Reihenfolge verlieren, was sie manchmal nicht sollten, manchmal aber war es auch egal. Aber dann dann auf den Computer zu gehen, das war auch eine Erleuchtung quasi im Grunde. Ich finde, wenn man so selber arbeitet und über Texten brütet, finde ich das auch am Computer kann ich das besser, weil man eben Sachen wegmachen kann und neu, ganz neu formulieren kann und so. Oder man kopiert einen Teil oder man macht einfach einen Absatz, den zieht man runter und schreibt dann dazwischen, indem man also das Davorgehen nochmal reformuliert und bestimmte gelungene oder willkommene Ausdrücke sich dem neuen Text einverleibt und so weiter. Also es ist eine völlig andere Art zu schreiben als so früher so die Aufsätze, die ich dann mit der Hand erbrochen hatte oder so. Es sei denn Gedichte, das konnte ich auch sehr gut handschriftlich. Ja, ich habe ja, wie ihr wisst, vor einigen Wochen dieses kleine schwarze Buch geschenkt bekommen. Was bleibt, sind Irritationen. Das ist einfach nur in einer Auflage von 1 bis 100 gedruckt worden und dann verschiedene Künstler hier in der Region verteilt, also nicht verteilt, verschenkt worden durch den Künstler. Und das hat mich natürlich aufgefordert, das sofort von vorne bis hinten zu lesen und dann auch darauf irgendwie wie so ein Echo zu geben oder darauf zu antworten. Daraus ist eben auch nochmal ein sehr intensiver Briefwechsel zu Vital Transformer entstanden. Und das ist ganz interessant, weil ich so in der Art, wie ich auch vielleicht Nadine schreibe mit den breiten Rändern und auch wie ganz neue Formen des Briefeschreibens in dem Schreiben entwickelt habe, wie dass ich häufig die Papiere falte oder zeichne und Wortspiele oder mit Worten und Begriffen anfange zu spielen, um das zu transformieren, so hinzuschicken. Und er mir jeweils immer, und das ist hochspannend, in DIN A4 Seiten antwortet in Schreibmaschine.
Und ich finde es nochmal ganz spannend an dem Punkt, wo die Kommunikation ja eigentlich zwischen der Interpunktion stattfindet und in diesen Schreibmaschinenseiten immer die Punkte durchgeschlagen sind, durchs Papier. Alles andere ist ganz normal, aber die Punkte sind immer durchgeschlagen. Und ja, wenn man alleine diese Seite gegen das Sonnenlicht, also ans Fenster hält und so, ne, das sieht schon total interessant aus. Und das gibt so eine ganz... ich weiß auch nicht, das ist eine total interessante Kommunikation geworden, die eigentlich sich um, ich denke es mal, um das einfach kurz zu fassen, um das literarische Ich kreist oder sich bewegt. Und der hat auch sehr lange an diesem Buch geschrieben, hat sehr viel korrigieren lassen, lektorieren lassen, also richtig professionell auflegen lassen, bei einem super guten Verlag drucken lassen. Es ist ein super kleines, schickes Bändchen geworden. Das ist ja so lyrische Prosa. Damit hatte ich mich vorher nicht so richtig befasst, aber jetzt im Sinne dessen habe ich mich mal so ein bisschen, ne, mit lyrischer Prosa befasst, was irgendwie dieses Genre betrifft. Ja, und bin da irgendwie so ganz eingestiegen und ganz fasziniert. Und habe das einfach wie, das wird jetzt einfach so gesagt, so wasserfallartig und, aber mit diesem Schreiben wie neue Formen des Schreibens und Kommunizierens gefunden und fand das einfach, das hat mir oder macht mir nach wie vor noch sehr viel Spaß. Nadine wird davon auch ein bisschen abbekommen, weil das habe ich. Wollte ich gerade fragen, wendest du das jetzt auf die Adresse von Nadine auch an? Also, ja, natürlich. Das sind ja, diese Drei-Papier, ne? Das ist ja einfach so, eigentlich ist es ja aus dem Zeitungsdruck so übrig gebliebenes Versatzpapier. Es ist ganz, ganz, eigentlich ganz schäbiges Papier, ganz günstiges Papier, es ist kein hochwertiges Papier, aber ich mag das mittlerweile. Das hat sowas von Flüchtigkeit und Nadine hatte mir das, glaube ich, geschickt und hatte noch gesagt, dass es irgendwie so ein Einpackpapier ist, was sie irgendwo mitgenommen hat aus einer Bäckerei oder aus irgendeinem Geschäft und es mutet auch so ein bisschen an wie so ein Einpackpapier, also es ist nicht richtig blütenweiß, es ist eher so ein bisschen, ich würde sagen, leicht gräulich, changierend. Ja, es ist nicht die Es ist so, erinnert ein bisschen an dieses Fotokopierpapier, nein, nicht Fotokopier, an dieses Matrizenpapier, was man früher in der Grundschule bekommen hat, wo die immer so diese lila Abzüge drauf gemacht haben, wenn ihr noch wisst, was das war. Es war so Papier, was so mit so Abzügen, mit so Matrizen abgezogen wurde. Was eine Müllermaschine. Ja. Ja, das ist einfach hier. Also alle daran beteiligten Papiere und Folien sind interessant. Ich? Ja, ich habe jetzt halt so viel geredet. Ich halte jetzt meinen Mund wieder. Mhm. Ja, und das Papier wird nur, also es wird nur hergestellt, damit es weggeworfen wird. Man legt da so 2 Sekunden sein Brötchen drauf im Backwerk und dann genau, wieder entsorgt. Und wenn man viel zeichnet, hat man einfach so einen Blick für Papiere auch und dann interessiert man sich auch. Ich fand das immer so. Für mich war das eine Katastrophe, dass dieses Papier da immer weggeschmissen wird. Und dann gehe ich immer hin und hole mir Papier. Ich rauche die, hör mal. Ich rauche Papier. Meinst du, weil ich Papier rauche? Ich auch. Ich antworte dann ja immer, achtet auf die nordischen Wälder, weil die werden alle zu Windeln und zu so Papieren und so weiter verhaspelt, zerschreddert, umgewandelt und da entsteht inzwischen ein viel größerer Schaden, als man das sich von den Amazonas vorstellen kann. Das ist also gigantisch, was da. Das Papier, dieses Backwerkpapier. Aber wenn man sich vorstellt, wie lange das in der Papierherstellung gebraucht hat, also im 7. 8. Jahrhundert wurden dann das erste Mal glatte Papiere hergestellt, wo man tatsächlich, wo der Schreibfluss einfacher wurde und man nicht diesen sperrigen Papyrus immer mit der Tinte so mit der Feder so gekratzt hat, so diese Papiere aus dem 7., 8. Jahrhundert wurden im besseren Verfahren hergestellt und das war damals eine Errungenschaft. Das sind Schriften entstanden, die gab es vorher gar nicht. Also Schrifttypen einfach, weil man viel freier auf dem Papier schwingen und die Feder führen konnte. Und für heute ist es, weiß nicht, ist alles so normal für uns, diese ganzen Errungenschaften, ist schade. Ja, also ich denke, so aus künstlerischen Erwägungen oder auch so im Sinne von persönlicher Übermittlung von Leistung auch, im Sinne von Schreibleistung. Das physische Moment, da halte ich diese sozusagen handschriftlichen Geschichten, ja, okay. Aber so im Erwachsenenleben, glaube ich, so im normalen Alltag und im Massengeschäft, eher weniger,
ich hatte letztens mit meiner Schwester als Lehrerin irgendwie und mit der haben wir auch nochmal so über ein paar Sachen, wie schwierig es gerade auch mit den Kids irgendwie ist, des Lernens, des Konzentrierens. Und da ist, wenn ich sage jetzt handschriftliche Leistung, ist für mich der große Wert im Moment jetzt in der praktischen Erwägung in der Schule, wenn die schreiben lernen. Weil wenn es durch die Hand geht, das Geschriebene, ist der Lerneffekt einfach ein viel größerer. Weil dadurch sind sie, als wenn sie da irgendwie tippen, ne? Die Buchstaben anonym und sich das, weil das ist einfach dann wesentlich immersiver. Wenn ein A einmal schreiben musst, dann merkst du das einfach besser, als wenn du es nur tippst. Weil das Tippen ist ja immer ein wie das andere. So, dann machst du es ja nur über die Optik und über das Schreiben. Und deswegen würde ich sagen, oh, die Handschrift, das wird uns auch schon noch allein aus dieser Erwägung heraus lange erhalten bleiben. Ich schreibe extrem gerne mit der Hand. Und auch teilweise viel flüssiger als mit der Tastatur oder Schreibmaschine. Ich habe auch in dem Zusammenhang angefangen, auf Millimeterpapier zu schreiben, handschriftlich. Und habe gemerkt, durch dieses Komprimierte, also wie so Mikrogramme zu schreiben, das hat eine eine wirklich starke Wirkung, wenn man wirklich so klein schreiben muss. Jetzt springen alle weg, weil die jetzt ganz denken, Millimeterpapier, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schalte da schnell mein Mikro. Was? Ton weg. Irgendjemand hat sie subtrahiert. Frank, du wolltest sie auch, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, ich wollte niemanden unterbrechen. Jetzt ist das hier so, ich wollte einfach so. Oh ja, hat geklappt. Hat geklappt. Genau, die Wahrheit entsteht dann oben. Ich schätze, Andreas kommt auch noch gleich wieder rein. Also dann, wir sehen uns bald. Ja, gut. Und macht euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ding, ding. Wie bitte? Da waren es nur noch drei. Ja, drei Stunden hier schon wieder unterwegs. Aber eigentlich sind wir noch vier, ne? Bist du ein kleines Quadrat geblieben? Achso, ja, stimmt. Der Andreas ist irgendwie ausgeschaltet. Oh. Also, so, da der so ad hoc raus ist, würde ich sagen, ist er recht irgendwas. So kann er sein, ne? Internet. Verbindung. Mhm. Internet wackelt. Habe ich hier auch immer mal wieder gehabt mit T-Online. Oder T-Online. Das ist ja Smart Setting. Das Thema haben wir ja auch andauernd, ne? Birgit. Ja, ich habe ganz viel in letzter Zeit nur eigentlich mit dem Smart Setting gearbeitet. Und heute Abend hat es ein bisschen. Also die Akkuleistung ist von diesem scheiß Smart Setting, die ist nicht so hervorragend. Also das, auch wenn du es ans Netz anschließt, dieses Zoom-Meeting saugt mehr, als dass der Akku auflädt. Das ist mir schon häufiger passiert. Deswegen. Aber Smart Setting gehört da nicht der normale Work-Arbeitsrechner auch dazu? Ein Smart Setting-Konzept? Du meinst Smart Setting? Ja, nee, gibt es eigentlich nur die mobilen Geräte dazu. Ach so, ist dann nur auf Mobile Smart? Für mich ist Smart Mobile, ja. Wie ist für euch der? Wir haben es eigentlich noch nie so richtig definiert. Weiß ich auch nicht. Aber Smart Setting, du hast auch da dieses Projekt gemacht an der ZHDK oder wo? Ja, da war eine ganze IT-Abteilung im Hintergrund, ne, beim Smart Setting, ne? Ja, ja, ja. Eine ganze IT-Abteilung. Die haben immer die Frequenzen irgendwie gemessen, wie die Daten rausgehen und reinkommen. Das wurde immer mit. Was soll das sein, Smart Setting? Kann ich jetzt auch nicht. Also intelligentes Setting halt. Ein Smart ist also ein einfach zu bedienendes und handelndes und damit umzugehendes Setting. Ein freundliches, ein zärtliches, ein nettes, ein kommunikatives, ein kreatives, ein kommunikatives, ja. Wie verwende ich Smart Setting? Im Prinzip ist das hier, was wir hier machen, ein Smart Set. Das heißt, der Begriff ist jetzt gerade wieder total beliebig, oder was? Was ist Smart Setting? Nein. Smart Setting erstellen doch, Sie verschiedene. Indem du sagst, das hier ist ein Smart Setting, was heißt das? Dies hier ist auch eine Form von Smart Setting, ja. Wir sind ja in einem sehr, wir haben uns hier zusammengeschaltet und das ist ja sehr,
Geht seit 10 Jahren. Geht seit 10 Jahren. Es war zwischendurch alles, wird es wieder komplizierter, wird es wieder einfacher. Weil alle denken, sie müssen irgendwelche 25.000 Funktionen hier einbauen. Bildtelefon, ISDN, zack. 30 Jahre alt, oder? Sowas in der Größenordnung. Warum war kein Erfolg? Warum war Bildtelefon nie kein Erfolg? Immer Themen. Die Leute wollten sich nicht sehen, aber es war nicht kultiviert. Das ist jetzt wieder kultiviert. Ist das so? Oder bilden wir uns das in unserer Blase nur ein? Na, ich weiß doch, also erstens war es teuer, einen ISDN-Anschluss zu haben. Ja. Und dann überschnitt sich das wahrscheinlich mit dem Internet, würde ich mal fast sagen. Ja, aber die Bereitschaft, in so einen Videotalk zu gehen, ist auch schon immer noch eine Hürde. Ne? Selbst wenn es nicht live gestreamt wird oder. Ja, aber es, zum Beispiel, da, sobald viel Homeoffice ist, ist es, glaube ich, nicht schlecht, das zu kultivieren. Ja. Weil es die Leute zu Hause auch ein bisschen, die ganz zu Hause sind, so wie mich, dann auch so, komm, heute ist und, ne? Ja, aber war nicht eine ganze Zeit lang dieses Smart, überhaupt diese, auch die klare Formel, die es immer so gab, das muss irgendwie spezifisch sein, es muss messbar sein, es muss die Leute irgendwie erreichen, es muss total begründet sein und es muss absolut terminiert sein. Und intelligent ist eigentlich smart, ne? Also ja, smart und clever. Ja, so, ne, das glaube ich, ist das auch übergeschwappt. Ich meine, du kennst dich besser aus mit Marketing. Marketing ist nicht so mein Metier. Nee, das ist einfach nur ein Begriff, also wie der Begriff da. Ich habe mich mit dem Begriff ein bisschen beschäftigt, weil ich damit auch zu tun hatte für Technologien, wo dann irgendwelche Produkte mit smart gelabelt wurden und so, klar. Die mussten immer irgendwie, das musste auch erreichbare Ziele sein, das musste doch alles irgendwie in so einen, smart, ja, in so einen Rahmen passen, ganz korrekt und irgendwie ja, realistisch, terminiert, messbar, spezifisch, erreichbar. Nicht unrealistisch. Der smarte Typ. Matze, der schmunzelt so zur Seite und denkt sich, ja, das ist doch so. Gerede. Gerede, genau. Frag deine Schwester. Ja, ich höre zu und mach dazu das blödeste Ziele. Gesicht, also das ich bestimmt kriege. Smarte Lernziele, das war bestimmt mal so eine Phase, da gab es smarte Lernziele. Nee, das ist wie jetzt intelligente Kunst oder so. Oder ja, genau. Künstliche Intelligenz. Oder? Genau, das ist genau derselbe Scheiß. Smart, ne? Wir brauchen mehr smarte Kunst. Das ist alles smart. Ja. Smartes Gelaber. Aber diese mit der kulturellen Aneignung, also diese Aneignungskunst, ne? Ja. Appropriation Art, die gab es aber auch schon in den 70ern von der ganzen feministischen Avantgarde. Ne? Also die haben sich ja auch ganz viel angeeignet. Und ich meine, das kann man so oder so betrachten, ne? Ob dies mit dieser Aneignung, ob das nur eine Vereinnahmung ist oder ob das nur eine, also so eine Anpassung ist oder ob das irgendwie so. Hula Hoop. Genau, Hula Hoop. Hula Hoop. Das war auch kurze Aneignung. Das wäre heute bestimmt verboten, Hula Hoop. Da gab es ganze Sendungen, da sind bei Wetten, das ist die doch mit 500 Hula-Hoop-Reifen aufgetreten, oder? Finanziell ausgebeutet in der Kulturmaschinerie des Westens. Ja, sie konnte bis über 100 Hula-Hoop-Reifen auf einmal 5 Sekunden in der Luft halten. Das waren doch Leistungen, die erbracht wurden. Im Fernsehen. Guck mal hier, das, das Symbol, was ich da habe, ne? Das ist aus dem Uralgebirge, also aus dem Bereich irgendwie. Von irgendwie so indigenen Völkern da oder was weiß ich. Naja. Und da haben sich jetzt da manche beschwert bei Modeketten, dass denen ihre Muster irgendwie verwendet werden und die wollen jetzt da beteiligt werden. Ne? Zum Beispiel. Genau, am Ural. Das ist kulturelle Aneignung. Das ist eigentlich die Frage der Verwertungsrechte. Ja. Das Einzige, was für mich Sinn macht, ist, die Frage im kapitalistischen Kosmos zu verorten. Ja. Einfach nur, was ist mit den Verwertungsrechten? Das finde ich auch so ein krankes System. Ne? Das ist auch immer weiter ausgeweitet. Aber das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Thema. Dass so irgendwie die Schutzrechte 50 Jahre, nee, reicht uns nicht, 70 Jahre. So, zack.
Ewigkeiten aber, irgendwie recht. Damit aber ich meine, es eignet sich doch jeder, wir haben ja eben von Handschrift gesprochen und so, die eignet man sich ja auch an. Also wie ich ein A schreibe oder wie ich ein B schreibe und wie ich ein C schreibe. Das ist ja auch eine Form von kultureller Aneignung und Einverleiben. Lernen. Also ich verleibe mir das ein. Ja, und ich, ne, und das ist, ich finde, das, das ganze Leben ist ja in dem Sinne eine kulturelle Aneignung. Oder es sei denn, du bist selbst ein Genie, was da ausbricht. Nein, Genie, das ist Neues in die Welt. Das ist ein einziger Kult, den es irgendwie seit dem 18. Jahrhundert so gibt. Ne? Ist, also mit diesem Genie-Kult, das ist doch alles irgendwie. Rasterlocken. Nee, darf nicht sein. Didgeridoo. Darf nicht sein. Fahndung das haben sie sogar gemacht. Das ist in Deutschland. Unglaublich. Was da denn irgendwo? Das war, wo war das mit dem Didgeridoo? War das nicht so? Bremen irgendwo wurde eine Gruppe abgesagt, genau. Dass sie Didgeridoo haben. Und dann hat der Didgeridoo-Spieler hat sich total, hat einen schönen Brief geschrieben auf Facebook und hat diese Idee der kulturellen Aneignung, also wieder zurückgeworfen sozusagen. Weil er sich selber auch bewusst ist, dass zum Beispiel das Didgeridoo ja nicht Didgeridoo heißt, sondern in verschiedenen Gruppen verschiedene Namen hat, verschieden entwickelt hat und so. Und er hat dann gezeigt, dass es eben nicht nur eine Platte, also selbst bei einer Imitation wäre dem ja gar nichts was vorzuwerfen. Ja, überhaupt nicht. Null. Also was soll denn das hinterher für eine Kultur sein, die wir hier noch leben dürfen, die da heißt, wir dürfen nur rein arische Instrumente noch spielen oder was? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Scheiß, ja? Und wir müssen deutsche Frisuren haben. Das ist doch Fascho-Scheiß. Das ist Nazi-Scheiße. Also was ist arisch, weißt du? Ja, aber ich sag mal, diese Tendenz im Sinne von, jetzt, welche Kultur dürfen wir denn noch machen? Ja, die deutsche. Ja, oder was? Oder was darf man hier in Deutschland machen? Was ist das für ein hirnverbrannter Gedankengang, der sich da zurechtgeschwurbelt wird? Das ist echt das Allerletzte. Es muss verboten werden, dass so gedacht wird. Die Gedanken sind frei. Nein, das war jetzt ironisch gemeint. Aber wie quer Gedankengänge gehen können, bis die an den Punkt kommen, nee, das ist jetzt kulturelle Aneignung und ein Weißer darf jetzt kein... Was geht in den Köpfen vor? Die sind völlig... Warum sprechen die nicht von Urheberrechtsverletzung? Völlig, oder ja, von mir aus, ja. Weil er damit irgendeine Oper, eine Rockoper von was ich wem spielt. Nee, also. Das sind wie Schnittmuster, sonst was. Die sind, diese Muster, die haben halt bei einer gewissen Schöpfungshöhe einen Rechtsschutz. Es ist mir alles egal, es geht ja um Kulturgeschichten, jenseits, ja. Jenseits des Rechtsschutz mal. Und der Witz ist aber, Matze, dass das Recht auch Kultur ist. Ja, deshalb sind wir an Kunst. Ja, aber es ist ja, wenn ich jetzt aber mit dem Didgeridoo einfach vor mich hintrellere, irgendwelche Geschichten und uralte, ein altes deutsches Volkslied im Zweifel spiele, mit Didgeridoo, dann sind da keine Rechte mehr drauf. Oh, kurze Information von Andreas. Andreas' Internet ist weg. Die Fritzbox blinkert chaotisch. Vielleicht können wir ihm hier einen kleinen Tipp geben. Wenn die Fritzbox chaotisch blinkert, würde ich die Fritzbox kurz abstellen und dann wieder anstellen. Vielleicht blinkert sie dann etwas ruhiger. Wie ist er angeschlossen? Deutsche Glasfaser. Ich gucke gerade mal auf allestörungen.de, da ist jetzt nichts ganz Auffälliges. Stromlos machen, 30 Sekunden und wieder anschließen. Andreas, hörst du uns? Stromlos machen, 30 Sekunden abwarten, also bis 30 zählen und dann wieder anstellen. Ja. Der Livestream geht übrigens heute bis zum Fußballspiel, ne? Wir dürfen dann zum Beispiel als Deutsche auch kein Bier mehr trinken, weil das Bier ja genau. Das ist alles so schräg. Und Wein auch nicht mehr, das kommt von den Römern, das ist schon ganz, ganz lange her. Das geht ja gar nicht. Ja. Also ich gehe auch davon aus, dass es halt einfach etwas überrepräsentierte Spezialfälle sind, wo das jetzt auftritt. Das ist jetzt, ne, die dann halt so mal hochkochen, aber da sind ja dann doch eine ganze Menge Leute dabei, das denn so zu verteidigen und hier jetzt das ist also, eine Aneignung, dass dieser Begriff überhaupt so weit verbreitet ist. Und so weiter, das finde ich halt total abwegig. Dann gibt es relativ früh so Wissenschaftler, die sich lange mit diesem Thema beschäftigen, die machen da so ein Statement auf Facebook, sagen, das ist schon lange erforscht.
Wir müssen auch Bedenken haben, kulturelle Aneignung findet überall statt. Und trotzdem ist dann noch weiter diese Hysterie, dass Leute wie dumm anfangen, Dinge verbieten zu wollen. Oder ja, das ist aber das doch, was hier unser Kollege aus der Schweiz meinte. Genau das. Er geht davon aus, dass wenn er da so einen Flyer hat, dass dann da professionelle Arbeit geleistet wird. In welcher Welt lebt er? Verstehe. Da würde ich ihm mal zugute halten, dass er die wirklich werbt. Das war, als ich sagte, das wird hier alles vermischt, ne? Wir kriegen es nicht mehr auseinander. Das war der Gedanke, wie eigentlich, wenn er die Brücke nicht über diese blöden Flyer andauernd gemacht hätte. Nee, ich meine nur die Erwartung. Ne? Ja, also ich erwarte auf solchen Dingern, ja, man kann anhand dieser Flyer vielleicht ganz gut zeigen, weil da sich da drauf gut schlechte Fotos sammeln und schlechtes Layout. Okay, aber so die Anerkennung, dass es in der Sache, also ich, wenn so ein Flyer, wie wir die da gesehen haben, mit Hochglanzfotos daherkommen, dann sind die unten durch. Weil das auch, also wenn du da so ein, weißt du, so wie du sagtest bei dem Lindner, wenn der overstyled ist, fällt es auf, ne? So. Und aber da wieder die Zielgruppe. Aber wenn du halt so ein, sag ich mal, du hast da irgend so eine, wenn die Freien Wähler, wenn der Aiwanger, bodenständig, bayerisch, Zeug, ja, der kann sich da jetzt nicht irgendwie in der Art und Weise ablichten lassen, wo er aussieht wie Krösus irgendwie. Also der würde sich nicht ablichten lassen. Wie Linke, die Porsche fahren. Ich meine, das ist aber auch wieder werbewirksam auch dann vermarktet worden. Ne? Ja. So. Und ich komme immer wieder mit dem blöden Beispiel, da so Donald Trump, der sich halt leisten kann, auch in so einer Hero-Pose sich fotografieren zu lassen. Weißt, von hinten von der Sonne angestrahlt, Sonnenaufgang und alles toll und so weiter, ja. Die glühende Blick in die Zukunft und so. Dass der, bei dem geht das, weil da alle so, Gott, oh Gott, ja, aber lass ihn machen. So. Also es gibt noch genug Dumme auf der Welt, oder was, könnte man so sagen. Das erklärt das halt, dass die Leute sich da von sowas, kulturellen Aneignungen scheiße da anlabern lassen. Aber das sind ja alles so Profilbilder, also die er gezeigt hat, das waren ja nur so Brustporträts, also so Profilbilder, fast so wie auf Passfotos, Identitätskarten und so weiter. Das gilt doch, dient doch eigentlich nur dazu, dass die Person als solche mit so einem Bild identifiziert wird, weil man sich gerne eine Vorstellung von der Person machen möchte, mit dem Namen und der jeweiligen Partei, die man dann da ankreuzen möchte. Du, und wir wissen ja, wie solche Flyer doch, also ich weiß es, weil ich auch mal ein bisschen in diesem, auch ein Bild gemacht. In diesem, nee, ich bin, aber ich weiß halt, wie so Agenturen, habe ja selber 2-3 Jahre mal in einer mitgewirkt und so, und dann weiß man halt, okay, im Idealfall werden die Fotos für die Flyer gemacht, im Idealfall. Aber wenn das nicht der Idealfall ist, sondern dann sagst du, ach komm, habt ihr gute Fotos von euch, dann nehmen wir die. Dann guckt man sich die an. Muss ich jetzt nochmal für 2.500 Euro nochmal eine Fotosession, die man durch die Gegend reisen lassen oder die anreisen lassen. Und dann sagt man sich, ah nee, das geht schon mit den Fotos. Ich gucke, wie ich sie hin arrangiere, dass die alle halbwegs ordentlich aussehen. Ich finde, wir sollten eine Kampagne starten. Ne? Ja. Und auch das mit dem Foto. Wir sollten alle nur noch einen Avatar benutzen. Und auch das, der gleichen Avatar. Mit dem Foto, wo der da hinguckte, das war jetzt gar nicht so schlimm, weil der guckte in die Kamera also das war für die Sache irgendwie, glaube ich, noch okay. Also für mich ist das Thema dann eigentlich durch mit Fusch am Bauch, und da kannst du endlos viele Geschichten erzählen. Ja. Und das erklärt dann halt auch, warum Leute sich mit irgendwelchen Nachrichten einer, was weiß ich, da Dreadlocks oder so, und der hat eine Panflöte, ist aber weiß und hat noch blaue Augen. Das ist ja ein Skandal. Wie kann man darauf anspringen? Ne? War ja die Frage, oder, Nadine? Ja. Wie können die Leute so blöd sein, sich auf so einen Scheiß da überhaupt einzulassen? Im Sinne von, warum
wird man so unüberlegt hysterisch, also ohne zu reflektieren, was denn überhaupt passiert. Wird man das denn wirklich oder sind das auch die Medien, die das wieder Es ist ein Bereich, wo man genau sagen kann, so eine Fälle sind zum Beispiel ungerechtfertigt, in anderen Fällen ist es einfach, liegt das in der Natur des Menschen, sich Dinge zu lernen, sich Dinge abzuschauen. Also ist ja, dass wir als Kinder gerne Cowboy und Indianer gespielt haben, lag daran, dass es diese Winnetou-Filme und den ganzen Krams gab. Winnetou und Old Shatterhand und im Osten, ja. So, und dann war Cowboy und Indianer, du bist und Indianer, Pflanze. Das waren. Das haben wir im Osten nicht so. Also, ja, gab es da auch. Aber das war ja Klamauk. Was? Aber so dieses, ne, du hast den gewieften, klugen Indianer. Und du hast den Cowboy mit seiner Knarre. Und das war für Kinder halt irgendwie verlockend. Und dann wurde das gespielt, Cowboy und Indianer. Hatte man so, ne, als Kind so eine Federhaube, ne, im Osten. Gab es wahrscheinlich nur eine Sorte von. Und aber auch einen Cowboy-Gürtel. So, das war's dann. So, und zum Fasching, wie besonders einfallsreich, die Kinder gingen als Cowboy und Indianer. Ja, so ist es halt gewesen. Es gab ja auch die Korrektursendung Unsere kleine Farm. Ne? Das war ja wirklich dann, das hat das ja so wieder ein bisschen egalisiert, ne? Zwischen dem nur Cowboy und Indianer. Ja, so. Und dieses Rollenspiel gefällt Kindern halt, ne? So. Und genau, nach der Kritik der Kultur an eine durftest du es heute nicht mehr machen, weil sozusagen die Indianer über den Kamm geschert werden und nicht genug differenziert werden und es ist ein Bild wiedergegeben wird, was nicht der Realität entspricht. Hm. Ja, machen die in Amerika auch. Da spielen sie auch die Deutschen immer als Nazis irgendwie. Kleiden sie sich da irgendwie mit Nazi-Klamotten. Ja. Also, naja. Will ich auch nicht. Also, wenn du jetzt sagst, ich spiele Apache und sozusagen in Cowboy. Die Cowboys waren ja auch oft schwarz und nicht weiß. Bei uns hieß es im Dorf, wir spielen Ping-Peng. Hat man sich hinter die Büsche versteckt und virtuell mit dem Finger dann so. Dann muss der andere so tun, als wenn er umkippt. Das waren die Spiele. Schlusswort. Ja, mal gucken, woher die Rakete kam. Das muss ich heute noch rauskriegen. Nee, will ich. Okay. Muss ich nicht. Ich lege mich jetzt auf die Couch, habe nämlich tierisch Rückenschmerzen. Eieieiei, das ist nicht schön. Und ich Fußweh, aber das ist was anderes. Danke, Matze, für alles und wieso, dann allein bitte auch. Ja, genau. Filterraum hat das heute alles gemacht. Ey, super, super, super. Danke, Nadine. Und ich werde dir wieder schreiben. Und das danke war dann. Auch. Bis bald. Ja. Bunte Runde. Aber dass das hier heute auf einmal so viele Leute waren, das ist doch ehrlich gesagt ein bisschen wie ein kleines Wunder, oder nicht? Oder hat sich jemand darum gekümmert? Das so ja, ich hatte ein bisschen Langeweile, dann habe ich ein bisschen getwittert und ein bisschen auf Instagram gemacht und ein bisschen auf Facebook und ich glaube, es hat auch ein bisschen gewirkt. Nee, aber bist du gezielt auf die PR. Aber hast du da mehr gemacht als sonst? PR. Weil, also das ist jetzt Frank und wir Leute dabei waren, die ja vorher Frank habe ich nicht angekickt oder so. Ich habe einfach nur sehr viel war ich auf Instagram und ich habe viel immer Kunsttalks, Kunsttalk Matter unter den. Ja, aber das machst du doch andauernd. Deswegen ja, habe ich, so ja so, ja, so hab ich das ja auch stumm geschaltet. Also, nee, aber so, ich habe so Reels gemacht und so. Das hat mir echt Spaß gemacht und so ein bisschen rumgespielt mit dem Smart Setting und was alles nochmal unter. Vielleicht hat das. Und gab es da Reaktionen? Ja, du hoffst es jetzt. Aber okay, also es gab aber keine gezielte, also es ist eher so. Doch, der Kim 2 Paul kommt daher, ne? Ah, sehr gut.
Und das ist ganz klar über Instagram. Und auch Reto Schleppi hat mich gestern Abend angerufen. Also das wird wohl ihm aufgefallen sein irgendwie oder hat sich erinnert und hat dann einfach mal angerufen und gefragt und hin und her. Und da habe ich gesagt, klar. Wir haben aber kein Thema abgesprochen. Ich wusste das mit der Fotografie nicht. Er hat aber gesagt, dass er sich mit dir abgesprochen hat. Ja, er hat gesagt, ob er was, dass er, ob man auch über Fotografie sprechen kann, habe ich gesagt, klar, klar, aber jetzt im Detail nicht, ey. Weißt du, so wie ich das immer sage. Hallo. Es kann jeder das einbringen, was er gerne einbringen möchte. Da sage ich immer ja. Also man hat das jetzt, wir haben jetzt halt nicht irgendwie einen Plan abgesprochen, wie man das. Ja, das ist ja das. So soll das ja auch sein, oder? Ja, genau, so war das ja auch, ne? So spontan und so. Es war so nicht abgesprochen. Ne? Nee, es war so nicht abgesprochen. Er hatte vorher schon angerufen und hatte gesagt, dass es irgendwie mit Fotografie und dass man, und er hat gesagt, das habe ich noch so in den Ohren, dass man am besten das lernt mit der Fotografie an diesen Wahlplakat-Fotos und so. Ja. Mats hat ja gezählt, wie oft er das hat. 8 oder 9 Mal oder wo warst du? Ach, da habe ich dann. Ja, das finde ich immer ein bisschen, aber es ist. Ja, ich komme mir manchmal auch sehr redundant vor, immer wieder Kunsttalk zu sagen und so, aber das ist halt, ne, das ist halt das Motto und dann, dann muss man das auch mit da dran bappen. Andreas ist wieder da. Ja. Ja, hallo. Also das war ja was. Und ja, an die Fritz rangehen, die Fritzbox gucken, alles sagte DSL ist weg. Und jetzt hat es sich wieder stabilisiert. Mal gucken, ich hoffe. Ja, dann können wir noch. Wir wollten ja bis zum Fußball noch den Livestream weitermachen, wir beide. Ne? Was denn für ein Fußball? Was ist denn heute für ein Fußball? Zocker? Nee, das ist schon wieder stehen geblieben. Um 2 Uhr wird doch das Spiel Deutschland gegen Amerika übertragen. Ach Gott. Was ist denn, gegen welche Mannschaft in Amerika denn? Das gibt ja viele. Keine südamerikanische, sondern Nord, also US. USA. USA. Ich bin froh, dass ich Amerika. Nicht gewusst. Deutschland gegen Amerika. Was? Hast du nicht gewusst? Du bist halt deiner Politikblase und kriegst gar nicht mit. Dass ja, Fußball. Ich hatte nur mitgekriegt, dass irgendein, und zwar aufgrund eines, ach, das in Belgien, weil in Brüssel. Deswegen, ich kriege nur mit, wenn irgendwelche Terrorakte stattfinden und dadurch Fußballspieler abgesagt werden. Dann kriege ich das mit. Da war wohl ein Spiel Belgien gegen Deutschland, ne? Das unterbrochen wurde. Gestern. War nicht in Belgien auch irgendwie Terror oder was? Ja, ja, deswegen. Also das ja, meine ich ja. Ja, genau. Also dadurch habe ich es mitgekriegt, weil jemand aufgeschrieben hat, das Spiel wurde wohl auch unterbrochen, so hatte ich es mitgekriegt. Und dann hatte ich noch geguckt, wo lief denn das Spiel, weil ich manchmal dann gucke, kriegt man die Abbruchsituation mit, weil so ein Stadion, ein Spiel abbrechen und Leute aus dem Stadion oder was auch immer man dann macht, ist ja jetzt auch, ist ja nicht ungefährlich, ein Spiel abbrechen und so eine Situation im Stadion zu erzeugen, wo ganz schnell mal, wenn es unglücklich läuft, ist gleich die nächste Panik. Da wollte ich gucken, aber ich habe niemanden gefunden, der das über Trug trägt. Dann machen wir jetzt Feierabend und überlegen uns das nächste Thema oder was in 2 Wochen. Ja, genau. Ich könnte mal ein bisschen was über Susan Sonntag erzählen. Da habe ich jetzt zu viel drüber gelesen. Aber ich glaube, das interessiert niemanden so richtig, weil ich habe da noch keine Prompts dazu gemacht und noch keine Bildchen. Aber vielleicht mache ich das, vielleicht lerne ich das auch nochmal. Vielleicht mache ich auch ein kleines Filmchen. Das könnte du ich musst mal da so ein Control-Net dazulegen. Du, hör mal, du könntest das in Miro faken, was in Matthias da. Na, es war zum Beispiel gut, dass Kim to Paul gesagt hat, oh, ich habe jetzt keine Lust hier drauf zu gucken, weil ich gucke hier drauf, ich bin so dran gewöhnt, weißt du, dass das das normale Warten ist. Aber wenn dann jemand anders sagt, dann so, ja stimmt, ist eigentlich scheiße hier, komm, lass abbrechen. Ja. Ich fand das an dem Punkt so ein bisschen schade, weil wirklich, das waren so die Seite, das können halt nur die Internen sehen, ne? Die Einzelnen, die mit zuschauen und so und das Gemeinsame so, das finde ich irgendwie, ja. Ja, das ist, weil die kleinen Bildchen am Rand auf YouTube nicht übertragen werden, die du aber im Zoom-Fenster jetzt siehst. Wenn du Bildschirmteil machst, siehst du an der rechten Spalte ja. Fenster von den Teilnehmern noch.
Ja, die habe ich ja. Übertragung, siehst aber immer nur ein Bild. Aber er hat ja auch den Zoom, er hat doch auch den Zoom klein verwendet. Ja, das, ja, aber das ist. Aber ist wenn es auf dem Smartphone hat, ist es so die ist sehr klein. Ne? Das ist ja nochmal anders. Ja, das ist nochmal anders. Und das, aber für die Übertragung ist es halt schade, weil man nicht mehr erkennt, wer alles in dem Setting, in dem Smart-Setting war. Und wir waren ja teilweise 7 oder 8 Teilnehmer. Und das ist dann irgendwie schade, finde ich, wenn man das nicht sehen kann. Ja, aber man hat die schon zwischendurch immer auch gesehen. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber das ist, glaube ich, in StreamYard, was ich da sehe, einfacher. Also es widerspricht, widerspricht aber auch ein ganz bisschen, was du vorhin noch sagtest, dass es immer schön ist, wenn man sieht, was man gemeint ist. Ja, ja, aber das ist halt die Frage, das kannst du ja in der Kachel auch zeigen. Also ich kann ja jetzt hier auch da meine Propaganda zeigen. Ja. Ja, ja, dann ist es natürlich im Smartphone noch mal kleiner, ne? Wenn ja, das sowieso. Da dann kannst du es ganz vergessen. Ja. Da denke ich überhaupt nicht dran. Nee, wenn man schon so ein bisschen Bildregie irgendwie denkt, oh, Andreas wird es noch mal versuchen. Ja, dann müsste man die Bildregie natürlich auch trennen zwischen, was hier intern ist, muss jeder selber machen, ne? Ja. Und was bei YouTube ist, müsste man sich dann drum kümmern. Genau. Aber das haben wir ja schon gemacht, dass man auch bei einem Wasserweg-Festival alles so durchgespielt und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, aber Zoom ist da nicht so. Oder ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel Zoom evaluiert, was alles geht, weil die jetzt dann auch noch mit dieser riesen KI-Gedöns überall reinkommen. Wir könnten Ihnen das noch übersetzen und wir könnten Ihnen das auch in andere Sprachen machen. Ich werde noch wahnsinnig. Leute, fragt mich ein anderes Mal, schickt mir eine Mail, gebt mir die Hinweise. Ich gucke dann drauf, wenn ich Lust habe. Man weiß ja nie, was für ein Smart Setting die Gegenstelle da hat. Also der Mensch, mit dem man auch zu tun hat. Ne? Genau. Also so, warte mal, komm mal her. Zeig mal, wie machst du das denn in Excel? Und dann, warte mal. Nee, das geht ja wohl gar nicht. Ne? Das finde ich immer am besten, wenn du an so einer Anwendung sitzt. Da hast du einen Experten, der so richtig gut ist. Ne? Mhm. Er sagt dann, meine Güte, wie lange machst du denn das schon so? Ja, genau. Warte, du tippst es dann nochmal hin. Alter, wie bescheuert. Steuerung C, Steuerung V. Ja, genau. Copyright. Ja. Copyright ist rechte Maustaste. Ja, genau. Ziel speichern unter. Ja. Jede Kopie ist eine kulturelle Aneignung. Ja, Andreas, man ist nicht Herr seines Providers. Das ist so. Ich kenne das und das ist nicht schön. Ich bin die letzten Tage auch auf Arbeit mal und dann fangen Leute an, Matthias, ne? Hört er uns, ob er uns noch, weißt du, und dann wird so, ne, sich dann noch darüber lustig gemacht. Weil ich kenne ja nur gar nichts dafür, weißt du? Das ist mein scheiß Provider hier. Der alles starr und so. Und ich meine, der war jetzt monatelang, war der jetzt stabil und super und auf einmal und ist nicht sicher, ob es nicht so bleibt. Also Fritzbox von innen sagte, alles okay, nur DSL. Ja. Bei mir ist immer sofort, bei mir fällt sofort die Sorge hoch, sofort irgendwie anderweitig Verbindungen ins Internet aufzunehmen, im Zweifel über Smartphone und Dingens. Das geht dann meist noch. Und hatte gucken, ob andere Menschen auch mehr Störungen melden in der Region. Ja, genau. Weil wenn ich alleine bin, so nach dem Motto, hier hat jetzt irgendjemand eine Leitung umgegraben, wenn es tagsüber ist, ja. Oder im Haus hier, es geht ja unten in den Keller und dann unsere Kellerräume sind alle, der Anschluss ist in irgendeinem Keller von irgendeinem der Mitglieder. Wenn der da irgendwie mal, da kann ja jeder rein, wenn es ist ja hier alles so ein bisschen offen. Wenn da mal jemand runter, dann bist du tagelang ohne Internet. Und da bin ich immer total erleichtert, wenn die Kurve bei Vodafone steil nach oben geht. Genau. Jetzt hatte ich gedacht, ich komme übers Handy rein, aber da hatte ich natürlich jetzt die Nummer nicht, beziehungsweise wusste jetzt nicht, wie ich die hier reinkriege, wenn ich sozusagen den Zugang hier nicht habe. Also das heißt, das Handy hing jetzt auch irgendwie am Internet. Naja, gut. Also, es wackelt jetzt schon wieder. Das einfach mal ganz schnell. Es wackelt jetzt schon wieder. Du solltest vielleicht ohne Bild. Wir machen jetzt mal Feierabend. Ja, ja. So. Das können wir auch.
Tschüssi. Ja, ja dann, ne? Bis zum nächsten 14 Tage. Ja. 14 Tage, ja, wieder. Und wir sagen alle gemeinsam.